Ein Schlag, seid ihr schon da? Hallo. Willkommen zu diesem erreichten... Hallo. Willkommen zu diesem ereignisreichen Stream, in dem ich viermal gleichzeitig einen Berg hochlaufe. Notification funktionieren. Warte seit 11 Minuten nur auf dich. Hast aber lang gewartet. Hallo Superius, hallo Henpro, hallo Kalim, hallo Louis. Ich sag Louis, oder? Hallo Muck, hallo Itako, hallo Maurice, hallo Angel, hallo Demon King, hallo Azrael. Itako, was gibt's für Filme? Ich gehe mir am Sonntag Dune 2 anschauen. Ich habe zuerst Samstag gekauft, jetzt kann Rosa am Samstag nicht. Dann habe ich die gecancelt, habe neue gekauft und jetzt kriege ich die alten kein Geld zurück. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte noch eine Rechtsschutzversicherung. Es kann nicht sein, dass ich kein Geld zurückkriege für etwas, was ich nicht benutzen werde. Wenn ich 3 Tage davor sage, ich werde es nicht in Anspruch nehmen. Gleich mal meckern. Schön deutsch erstmal den Stream beginnen. Hallo Verox. Ich kenne Dune nicht. Ich glaube, es hat mit Sand und Würmern zu tun. Richtig. Wenn du imposante Bilder magst, dann musst du Dune anschauen im Kino. Hallo Phil. Hallo Marco. Worüber wird gemeckert? Dass ich meine Kinokarten nicht zurückkriege, die ich gekauft habe. 35 Euro einfach weg. Ich habe mich jetzt nochmal beschwert, aber die sagen halt, ich hatte kein Benutzerkonto und weil ich kein Benutzerkonto habe, kriege ich das Geld nicht zurück. Was Quatsch ist. Das darf keine Regel sein. Phil, du bist kein Patreon mehr. Außer du heißt Super Phil. Bist du Super Phil? Ich glaube nicht, dass du Super Phil bist. Seit wann? Weiß ich nicht, seit Monaten schon. Nein? Dann bist du kein Patreon. So, die ersten 4 heute. Wir gehen heute auf die Half Odds. Also auf 4096. Wenn ich bei 4096 bin, sind wir bei der Hälfte angelangt. Und dann werde ich ungeduldig. Und ab 8192 werde ich unangenehm. Hallo JJ. Der neue Hunger Games. Ich überlege gerade, ob ich was Gutes gesehen habe. Guck doch nicht so Kackfilme wie Hunger Games. Guck Dune. Hallo Bettenbaron. Wer ist knapp bei Kassa? Achso. Das größte Kino in Dublin ist knapp bei Kasse. Vielleicht. Nee, die haben halt so eine Regel, dass wenn man kein Benutzerkonto hat und als Gast die Tickets gekauft hat, kriegt man sie nicht zurück. Aber das ist unverschämt. Weil auf den FAQs steht, dass es geht. Jetzt sagen die mir, das geht nicht. Chantal kommt ins Kino. Was ist Chantal? Du musst aber Dune im IMAX gucken, da ist der Zug schon abgefahren. Dune gibt's nicht mehr im IMAX. Dune 2 ist im IMAX. Kannst du nicht Dune auf einem Röhrenfernseher gucken? Nein. Ich habe ewig keine Filme mehr geguckt, keine Ahnung. Dune wird jetzt seit langem mal wieder ein Film. Was heißt seit langem? Weiß nicht. Den letzten Film, den ich gesehen habe, habe ich dir erzählt. Das war dieses Predestination und so. Was? Magentastig? Hallo Maurikun.
Magenta stehe ich ja so. Magentastisch. Das ist ja magentastisch. Kennst du das nicht, wenn eine Röhre kaputt war? Nee, unsere Fernseher waren nie kaputt. Aber Magenta macht ja keinen Sinn, oder? Das wäre ja dann... Das war ja... Röhrenfernseher funktionieren doch bestimmt auf RGB-Basis, oder? Hab ich gerade gar nicht. RGB ist ja LED. Haben Röhrenfernseher schon auf RGB funktioniert? Bestimmt. Vielleicht auch nicht. Unser Fernseher war dann rosa. Ich habe nichts zu erzählen. Heute werde ich 3 Stunden hier, oder zumindest die nächsten... Habe ich nicht schon einmal resettet? 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott. 4004. Gibt es die 4444? Ja, weil es gibt die 1111. Die 4444 wird ein Meilenstein. Hallo TomTom. Nein, heute wird der erste große Meilenstein erreicht. Ah, ich dachte, es wird schneller gehen. Veronika habe ich gesehen, das war von allen Filmen der bessere. Veronika? Was ist denn Veronika? Meinst du Victoria? Hast du mal Stardew Valley gespielt? Ja, ich habe Platin in Stardew Valley. Hallo TomTom. Hallo Happens. Stardew Valley ist jetzt wieder der große Shit. Hast du dann auch Lust auf Stardew Valley mit dem neuen 1.6 Patch? Nein, ich mochte Stardew Valley nicht. Also ich weiß, wie großartig das ist. Außerdem habe ich Stardew Valley auf der PlayStation gespielt. Da ist das Ganze mit den Meeting Stream. Unmuting stream. Leo's cheer, 1000 sorry dat zich geen Patreon meer bin teleurgesteld, maar opgelucht gezicht. Mom, entschuldigst du dich dafür, dass du kein Patreon bist? Leo's cheer, 1000 sorry dat zich geen Patreon meer bin teleurgesteld, maar opgelucht gezicht. Ich weiß nicht, wo der Fehler ist. Fucking Technik. Warum sagst du den Cheer? Ich habe eingestellt, dass er nicht den Cheer vorlesen soll. Und dann liest er 10000 und dann liest er es zweimal vor. Technik macht keinen Sinn. Shut up! Phil, Dankeschön für 1000 Bits. Schon mal überlegt, 999 zu machen? Nein, ich reg mich auf über Sachen, die ich selber einstelle. Hier sind deine 1000 Bits, Phil. Dankeschön. Hör auf, dich zu entschuldigen, dass du kein Patreon bist. Hä? Warum entschuldigst du dich für sowas? V-Rox, du bist ein Flambirex. Hallo Hannes. Hallo Lurky. Demnächst kommt der neue Ghostbuster-Film. Der letzte war tatsächlich gut. Da mit den ganzen Alten und dann auch mit dem Geist und so, das war... Da wäre ich nicht schlecht. Weil der davor, der Frauen-Ghostbusters-Film, war ja eine Unverschämtheit. Ich habe den nicht gesehen, Rosa hat ihn gesehen. Und selbst Rosa, die krasser Chris Hemsworth-Fan ist, hat gesagt, oh mein Gott, war der schlecht.
Aber dann haben sie es jetzt wieder die Ghostbuster-Reihe aufleben lassen. Man muss halt nur die Originalbesetzung wieder reinnehmen, ne? Hallo Friesenbayer. Veronica ist ein Film von den Machern von Rec. Ich mag Rec nicht. Aber hier, The Boy and the Heron kommt jetzt auf Netflix. Jetzt hat keiner mehr eine Ausrede. Außer man hat kein Netflix. Aber schaut euch The Boy and the Heron an. Rec war gut, Ruhe hier. Ja, Rec 1 war gut, den habe ich auch noch gesehen. Aber da gibt es inzwischen ja 10 Teile. Ah nee, warte mal, ich verwechsel mal Rec und VHS. Was sind das? The Boy and the Heron? The Boy and the Heron? Der neueste Ghibli-Film, der einen Oscar gekriegt hat. Bester animierter Film. Ist ein Ghibli-Film. Nicht mein Favorite Ghibli-Film, aber es ist ein verdammt guter Film. Rec und VHS. Es gibt Rec und VHS. Ich glaube, VHS ist das, was ich meine, was ich kacke fand. Und Rec 1 habe ich auch noch gesehen. Das war doch, ist doch Spanisch, dann in diesem Haus da mit so einer alten Frau, die dann... Du hast dir am Mittwoch einen Calcifer tätowiert. Und du weißt nicht, dass The Boy and the Heron existiert? Wenn du dir das kleine Feuerchen tätowierst hast. Krass. Der letzte Film, den ich gesehen habe, war Madame Web. Hatte gehofft, der wird gut. Wusste nicht, dass der Film von den Machern von Morbius ist. Hast du einmal das Internet betreten, nachdem Madame Web rausgekommen ist? Tatsächlich soll man anscheinend Madame Web anschauen, weil man sich totlacht, weil er so schlecht ist. Er ist anscheinend so schlecht, dass man lachen muss. Keine Ahnung. Aber ich habe gesehen, auf Netflix ist jetzt Matrix 4. Den werde ich mir irgendwann mit einem Auge gönnen. Und den Kopf schütteln. Ich musste nicht lachen, habe meiner Kohle hinterher geweint. Ich habe noch nicht mal Ahnung, um was es in Madame Web geht. Ist das so eine Art Spider-Man? Aber, keine Ahnung, die Medien sind durchgedreht bei dem Film, wie schlecht er ist. Also da hätte es nicht reingehen müssen. Madame Web sollte Marvel sein, ja. Der ist meiner Meinung nach so schlecht. Alle sagen, dass er schlecht ist. Ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, hey, der ist gar nicht mal so schlecht. Ich meine, es gibt ja Filme, wo Leute ein bisschen zwiegespalten sind. Ich mag viele Filme, die die Allgemeinheit nicht mag. Aber ich glaube, so Madame Web ist so ein Beispiel von... Oh mein Gott, so wie Indiana Jones 4. Ich glaube, den kann auch keiner mögen. Das sind einfach so Filme, wo jeder, egal wie groß man Fan ist, reingeht und sagt, oh mein Gott, was haben die getan? Hallo Mika. Gehört zum Spider-Man-Universum? Okay. Everything Everywhere All at Once, danach brauchst du echt einen Tag Urlaub. Bettenbaron. Everything Everywhere All at Once ist einer der besten Filme, die je gemacht wurden. Grandios. Das ist Kino, nämlich, ne? Der hat nämlich alles. Auch bester Film, ich glaube Oscar 2023. Bester Film des Jahres. Everything Everywhere All at Once ist... mindestens Top 10, wenn nicht Top 5 von meinen Filmen. Großartig. Denji, du bist ein Starmi.
Absolutes Meisterwerk. Moonfall ist ja auch so mittlerweile ein Klassiker, weil er so absolut schlecht war. Moonfall kenne ich zum Beispiel gar nicht. Hat irgendwo so Zeitreisekräfte und sitzt im Rollstuhl. Ja, ich habe einen Podcast geguckt, wo die nichts anderes gemacht haben, als eine Stunde lang alles Unlogische an Madame Web aufzulisten. Und das fand ich schon lustig, ohne den Film gesehen zu haben. Dachte ich mir schon, was zum Teufel. Es ist heute endlich soweit. Shiny oben rechts. Du sagst oben rechts. Heute werden wir bei der Hälfte ankommen. 4096. Der zweite Teil war echt schlecht, sagst du. Aber der zweite Teil ist mit dem... Das Kind im zweiten Teil ist der Vater aus Everything Everywhere All at Once. Deswegen kann er nicht schlecht sein. Nee, aber... Indiana Jones 2 war der mit wo Temple of Doom oder sowas... Die Insekten sind krass widerlich. Ich glaube, das war der mit den Insekten, oder? Widerlich. Aber ich dachte, die ersten drei sind alle ganz gut. Du nennst ihn Dr. Jones. Ich habe dieses letzte Mal gesehen, als ich ein Kind war. Lecker Buffet mit Dessert aus Affenschädeln. Ja, das war doch alles super eklig da, ne? Jetzt ist das eine Entei tot. Ach, das linke Entei macht das. Der linke Controller. JJ, du bist ein Kramor. Und Anne, du bist ein Gaslord. Ich habe letztens im Hotel in Berlin, glaube ich, einen alten James Bond gesehen mit Sean Connery. Oh mein Gott, sind die schlecht. Der Schlinking ist Gaslord, glaube ich. Ich mochte Sean Connery nie als James Bond. Aber meine Jugend war auch Pierce Brosnan. James Bond. Den ich immer noch am besten finde. Wobei Daniel Craig ist auch cool. Und wisst ihr schon, wer der neue James Bond ist? Kick-Ass. Kick-Ass ist der neue James Bond. Aber er passt ganz gut, finde ich. Er sieht ziemlich gut dafür aus. Die sind nicht schlecht, die haben nur Charme. Ey, das war so schlecht. Ich habe nur die Szene gesehen. Erstens ist da eine Frau, die irgendwie ihn massieren soll. Ihr dann erstmal angrapscht, dann sagt sie nein, 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 nein. Dann grapscht er sie trotzdem an, sie sagt nein, 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 dann vergewaltigt er sie. Dann legt er sich auf so eine Matte, wo er quasi gestreckt werden soll. Solche Geräte, glaube ich, existieren nicht. Wo er quasi so gesundheitsmäßig gestreckt wird. Gut für die, keine Ahnung, Gelenke oder sowas. Da schnallt sie ihn dann drauf und dann macht das Gerät so. Und dann kommt eine unbekannte Person, dreht den Schalter auf volle Kanne und dann liegt da Sean Connery halbnackt und wackelt ganz schnell hin und her, was eindeutig nicht schmerzhaft aussieht und schreit ganz laut und wird ohnmächtig vom Wackeln. Und dann kommt die Frau wieder, die er ohne Ende begrapscht hat und sagt, oh nein, James, du hättest sterben können. Nein, definitiv nicht. Das war eine Bank, die gewackelt hat. Und dann, begrapscht er sie wieder, während sie sagt, nein, 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 nein. Und dann habe ich ausgemacht. Das war so cringe anzuschauen. Das war so schrecklich. Aber ja, es ist sehr alt, ne? Ich weiß nicht, wie alt. 70er, 80er? 70er? Damals war das halt Kino. Aber ich fand es ganz schlimm. Abgesehen von dem, wie er natürlich Frauen behandelt hat. Aber selbst der Rest vom Film war einfach unlogisch. Das ist doch kein Superagent.
liegt auf so einer Matte und lässt sich durchschütteln. Und ich finde, James Connery sieht nicht gut aus. Es ist der erste James Bond, ich weiß. Aber ich fand den mehr... Der sieht aus wie ein Asso. Pierce Brosnan sah immer aus wie ein echter, so ein Gentleman und so ein Typ einfach, so der James Bond. Aber Sean Connery davor, ja, der sieht aus wie ein Creep, ey. 60er sogar. Oh mein Gott. Hellraiser. Hellraiser habe ich als ich 16 war oder gesehen. Soll es nicht sogar einen neuen Hellraiser geben? Hallo Googly. Wir sind schon bei 4020. Den neuen Hellraiser hast du gesehen. Dann wolltest du den ersten sehen. Welcher Film war so sackengut, den ich empfohlen habe, zusammen mit Infinity Pool? Azrael, ich habe dir doch zwei Filme empfohlen, dann hast du sie beide angeguckt. Infinity Pool, hast du gesagt, ist einfach nur krank. Aber geil. Und der andere, was war der andere? When Evil Lurks? Ja, den sowieso. Aber den meinte ich gerade nicht. Den würde ich nie vergessen, keine Angst. Dragon's Dogma habe ich nur mitgekriegt, dass es so schlechte Performance hat. Hallo Andi. Was war da frech? Ah nee, ich meine Tusk hatte ich empfohlen. Vergiss es. Das weiß ich, Itaku, von denen rede ich nicht, ja. Hast du schon Shogun geguckt? Nö, soll ich? Warum? Was ist das? Was ist das? Schnellreise kostet 3 Euro, Char-Einern kostet 2 Euro. Das klingt jetzt erstmal so, als ob es übertrieben wäre. Bestimmt kann man schnell reisen, aber bestimmte Schnellreise kostet vielleicht was. Du kannst keinen neuen Spielstand anfangen. Hallo Cynthia. Was ist das Besondere an Shogun? Wo ist das? Was ist das? Ich habe nichts davon gehört. Disney? Weniger Interesse? Weniger Interesse? Wie kannst du das nicht kennen? Disney? Spielt in Japan? Okay. Aber reden wir hier von animiert? Echt? Disney ist toll? Nee, du bist doof. Real Life? Okay. Shogun. Wir gucken zurzeit nur rauf und runter Taskmaster. So viele Sachen, die wir anschauen wollen, sollten, müssten. Und wir schauen rauf und runter Taskmaster. Das ist alles auf YouTube. Wir benutzen kein Netflix. Wir haben gar kein Disney. Wir haben alles nicht. Das heißt, wenn ich irgendwann wieder Disney habe, dann kann ich da anschauen Loki, Mandalorian 3, Shogun. Was war noch? Ich glaube, das war's.
Aber ich sitze lieber vor Kolosseum und warte darauf, dass Entei eine schwarze Platte hat. Kann man dir Geld zahlen, damit du ein bestimmtes Spiel streamst? Von was reden wir denn? Game of Thrones in Japan, realistisch? Okay. Warum willst du mir Geld geben, dass ich ein bestimmtes Spiel streame? Stardew Valley oder Grounded? Aber warum willst du, dass ich ein Spiel streame, was ich nicht streamen will? Das wird dir doch keinen Spaß machen, dazu zu gucken. Weil du angenehm zum Zusehen bist. Aber nee. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied, ob ich jetzt hier sitze, mit dir rede? Oder ob ich hier sitze, mit dir rede und ich auf einer Farm hin und her laufe? Ich sehe dich beim Polly Pocket Game. Was ist Polly Pocket Game? Ich würde gerne mal sehen, wie Leo ein Bonzenhaus in Sims baut. Du, bald ist AI so gut, da kannst du es einfach irgendwo eingeben, dann kriegst du ein Video, ein 6-stündiges Video, wie Leo ein Bonzenhaus in Sims baut. Ihr habt komische Fantasien, schon gell. Genervter Leo ist lustiger Leo. Gott, heute ist der Jazz. Der jazzt nicht. Was hören wir für Musik? Hallo Crossfire. Wie ist es mit Bonzenhaus in Tears of the Kingdom? Hallo Henriette. Außerdem weiß ich ganz genau, dass wenn ich Stardew Valley spielen würde, würdest du die ganze Zeit sagen, du weißt aber schon, dass du das machen kannst. Du weißt schon, dass wenn du das da rein tust, dass du dann das... Du weißt schon, am besten wirst du das farmen und das farmen und das farmen und am besten solltest du das so machen. Regel, kein Backseat Gaming. Als ob. Modded Minecraft. Inzwischen habe ich so lange es geschafft, nicht Minecraft zu spielen, dass ich es als mein Lebensziel setze, nie Minecraft zu spielen. So wie ich nie einen Fast and Furious anschauen werde. So wie Leute noch nie einen Harry Potter oder Herr der Ringe gesehen haben. Einfach seltsame Menschen. So wie ich. Hallo Drarot. Du hast Animal Crossing gespielt, das ist basically Minecraft. Schon nicht. Es heißt nicht Original Dex. Ah. Nein, Crossfire. Gestern hat es jemand gesagt, Original Dex. Aber ich schätze mal, das ist Autokorrektur, oder? Original Dex ist was anderes. Es hat nichts mit Original zu tun. Original ist jedes Pokémon. Origin, der Ursprung. Man fängt die Pokémon da, wo der Ursprung ist. Origin Dex. Nicht Original. Original macht keinen Sinn. Aber danke. Leider kann ich keine Original Dex mehr machen. Doch, kannst du. Anscheinend willst du es noch nicht genug. Du willst es noch nicht stark genug. Red halt Deutsch mit uns. Drarot, du bist ein Schildterus. Kannst du keine Pokémon-Bank mehr runterladen? Das ist alles nur Ausreden. Alles nur Ausreden.
Nur du stehst zwischen dir und dem perfekten Pokédex. Warum lässt du dir denn von Nintendo einen Strich durch die Rechnung machen? Alles ist machbar. Ich hab's doch auch. Andere machen's doch auch. Warum können wir es und du nicht? Hannes, du bist ein Shiny Sushi. Shiny Sushi. Krebs verkauft gerne seinen DS mit Bank. Warum verkaufst du diese Sachen? Ich verspreche dir so sehr, in 5 Jahren, in 10 Jahren wirst du es so bereuen. Let's Play von Pokémon Sleep. Was? Sagen wir einfach irrsinnige Sachen jetzt. Magst du mir das Shiny auf den Stapel packen? Ein Sushi? Okay. Weil andere damit mehr was anfangen können. In ein paar Jahren bereust du es. Genau wie mit den Games, die ich dir gegeben habe. In ein paar Jahren bereust du es, dass du sie mir gegeben hast. Fabi, du bist ein Ferkuli. Ich gehe. Hallo, ich will spielen. Was ist denn mit Cynthia los? Du hast so viele Punkte. Warum mache ich so viele Sachen? Warum? Egal. €40? Die pisse ich. 40 Euro für ein DS mit Bank drauf. Happens, verkauf den nicht für unter 200. Die pisse ich. Ich würde dir die DS-Spiele wiedergeben, ja. Henriette, du bist ein Heraschei. Fisch. Hallo Olopoto, heute gehen wir auf die Hälfte. Willst du eine Vorhersage machen, Happens? Kommt das Shiny vor 4096? Kommt das Shiny vor 4096? Da gehe ich all in, aber auf Nee hoffentlich. Hallo Ferret. Vorhersage, macht alle mit.
verprasst eure Punkte, damit ihr nicht andere komische Sachen machen könnt. Haut die Punkte raus. Kommt wahrscheinlich vor 4096. Olopoto, du bist ein Hypno. Was passiert bei Get Scammed? Das sollte offensichtlich sein. Mit der sensationellen Quote von 1:0. Aber irgendjemand wird schon sagen, dass es kommt. Es könnte kommen. Es könnte kommen. Leute, stimmt ab. Ich will Zahlen vor euren Namen sehen. Kommt das Shiny vor 4096? Ich bin immer positiv. Schau, Henriette. Ihr kriegt schon mal das Geld von Henriette. So, wir haben hier ein Who-Set Pokémon von Carmine. Carmine, pass auf. Henriette hat 44.000 Punkte reingeballert. Auf eine Chance von 1:8.000. Who-Set Pokémon, Carmine? Oh, das ist sogar einfach, würde ich sagen. Who-Set Pokémon, Carmine? Who-Set Pokémon? Natiri ist falsch. Bis zu Arceus hätte ich gesagt, es kommt, aber Arceus belehrt mich gerade etwas anderes. Wo bist du inzwischen? Du hast 120.000 in den Topf rein. Fasanob? Fasanob? Nein, das ist tatsächlich... Ein Shiny Tagnitis. Artignis. Ein Shiny Artignis. Ihr habt alle falsch gehabt. Wollen wir nochmal? Nochmal. War zu einfach. Ich glaube, ich weiß es, aber es könnte auch falsch sein. Mankey? Rabauts? Wo siehst du da einen Rabauts? 600.000 sind schon drin. Da geht noch mehr. Nehmt bei der Vorhersage teil. Nehmt mit teil. Teilnehmen. Doch, nehmt bei der Vorhersage teil. Ich sage auch Volcanion, denn es hat den Kreis auf dem Rücken. Volcanion. Das ist ein Volcanion. Genau, hier, JJ hat Ahnung. Ja, wir wissen's, wir kennen uns aus. Meltan. Eva, Meltan. Okay. Versage ist vorbei. Dann haben wir ja jetzt noch... Warte, 1, 2, 3, 4... wie viel haben wir noch? Bis 9, 6, 7, 6, 6, 6, 66? 66? Nee, was? Kann nicht sein. 68. Marco hat 1 gemacht. Marco hat gesagt, es kommt. Wie viel hast du gesetzt, Marco, dass es kommt? Irgendwann muss es kommen. Komm nochmal. Okay, das ist schwieriger. Ich würde ja sagen, Hydra, wie heißt es? Hydralis. Also, Schnuthelm wird zu Hydragil.
wegen dem Umhang nach hinten, aber Hydragil wäre viel größer. Aber vielleicht ist es Hydragil. Koriogel? Wo sieht es flauschig aus? Es besteht aus Pixeln. Du hast 1000 gesetzt. Ich sag trotzdem Hydragil. Gut, ich glaube, da wäre niemand drauf gekommen, jemals. Dann kämpfe das Glück, Maurice. 4028 ist aber doch auch irgendwas. Ist doch auch so eine Zahl. Ist das nicht dieses 128, 256? Nee. Doch, 428 ist doch so ein Bit, so eine Bitzahl, oder? 2000. Wer ist ja 2519. Oder 4048 ist diese Bitzahl. Bit, Byte, Burger. Noch einmal. Who's that Pokémon? Ich hätte ja Muramura gesagt. Aber Muramura wäre oben doch perfekt gerade. Mamutel? Nee. Hey Farsky. Hallo Katetsu. Kecleon? Wo siehst du da Kecleon? Dieses Gen 5, würde ich sagen. Bolterus, glaubst du? Nee. Das hat da ein Loch in der Mitte. Das heißt, da sind irgendwie Beine, die nach unten gehen. Knogger. Alola Knogger. Ja, aber es wäre wirklich sowas wie Galoppa. Geotesto. Wolverock. Flampavian. Keifel. Ja, da ist ein Loch in der Mitte. Das muss irgendwie Beine, Feuer, Tentakel, irgendwas nach unten haben. Wir gucken. Hä? Das fühlt sich nicht fair an. Das fühlt sich nicht fair an. Das passiert. Das ist das Gemeine an diesen Pixeln. Hallo KW. Sag ich doch, weibliches Kecleon. Es war auf jeden Fall ein Keck. Das war nicht fair. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wir haben es ja getestet. Wenn ich ein Grad weniger zensiere, dann ist es zu offensichtlich wieder. Was? Okay, es hat durchsichtige Stellen. Das heißt sowas wie Anego. Anego hat durchsichtige Stellen. Oder Tentagra, Amphira, Galapantimos? Was seht ihr? Sarut? Es muss durchsichtige Stellen haben, sonst gäbe es keine durchsichtigen Pixel. Algit? Ich sag Anego. Okay, vielleicht muss es doch keine durchsichtigen Stellen haben. Was? Shiny Pelzebub.
Wie, du hast Pelzebub gesagt? Never. Wie solltest du auf Pelzebub kommen? Warum sollte man da drauf kommen? Warum solltest du auf Pelzebub kommen? Wie? Wie? Was hast du gesehen? Ah. Das ist ein Pelzebub. Pelzebub. War doch easy. Okay, Farsky, hier. Oh, das habe ich das Gefühl, das ist was. Ist das sowas wie. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein Samurott. Also ein. Wie heißt's? Otaro. Schafax, ja. Ich sag Samurott. Also Admurai. Enteron? Ja, ich sehe auch, stimmt, ich sehe auch Enteron, das Arm, der Arm, die beiden dicken Beine nach vorne, so hinten der Schwanz. Ich bleib bei, aber ich glaube, Admurai geht nach rechts und nicht nach links. Ich sag Admurai. Hey! Das ist ein Enteron. Enteron. Gut, gut, gut. Schaut, es ist doch nicht so unfair. Frujal war irgendwie komisch. Wenn der Pixel genau auf die Thigh Gap fällt und du denkst dir, was? Was für ein Pokémon hat ein Loch in der Mitte? Yes, sir. Okay, Fast Guy, Triple. Wer ist mit einem Blob? Oh, ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Nebulak, Milza, das Kleine mit Hut, Arctip, Milza. Versi, dankeschön für 7 Monate Prime. Dankeschön. Dieses Feen-Ding? Ja, das sage ich auch. Die Nase. 555 Nase. Ich sag Parfi. Was geht da nach oben? Parfi. Parfi. Als. Oh, weil Parfi. Ja, es sah aus wie Parfi, aber Parfi hätte nicht so viel durchsichtige Pixel außenrum gehabt. Das hat so viele durchsichtige Pixel außenrum, weil selbst die spitzeste Stelle einfach dezimiert wird auf einen Pixel runter. Ah. Oh. Parfi, nein. Wo war der lange Stachel nach unten? Der wurde zu einem fetten Pixel. Alles, was zu dünn ist, ist weg. Sag ich ja. Wenn ich es genauer mache, ist es wieder zu einfach. Dann weiß man es immer sofort. Wir sind einfach zu gut. Wir müssen es so schwer machen. Ich dachte Vorentwicklung von Silembrim. Bramelin? Nee, Bamelin. Spiky Nebulak? Nee, 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 nee. Ich habe spontan an Reißlaus gedacht. Reißlaus. Hokumel, ja, aber was macht dann dieses, der eine Pixel da links? Ditto never. Ditto ist eine feste, ein festes Ding. Ich sehe Reißlaus. Ich bleib bei Reißlaus. Bei Reißlaus geht so nach hinten. Da ist die fette, die Spitze, das ist vielleicht ein Pixel und geht's nach vorne, hat kleine dünne Tentakel. Hokumil wäre, glaube ich, ein dickerer Blob. Weil Hokumil hat keine dünnen Sachen. Hokumil ist wirklich einfach nur. Na, vielleicht ist Hokumil. Britzigel.
Spritzigel könnte auch sein oder Gufer. Flunschlick. Flunschlick, es geht von rechts oben nach links unten. Ich glaube, dafür ist es gespiegelt. Na, vielleicht. Schauen wir. Ich sag reißlos. Ah, der eine Pixel war tatsächlich die eine Milch da oben. Farsky, was ist mit dir? Habt ihr recht mit Hokumel? Krass. Krass. Gerade aufgestanden nach voller Energie. Du bist voller Energie nach dem Aufstehen? Wie? Okay, jetzt bin ich süchtig. Was ist das? Oh, irgendwie hatte ich sofort was gesehen. Ich habe irgendwas sofort gesehen, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was es war. Lego. Das sieht mir aus wie ein Galapantimos. Hebt Galapantimos nicht den rechten Arm und den linken ist ein Stock? Hase? Oh, Hase, du meinst den Fausthasen, der die Fäuste hat. Och, na toll. Och, na toll, wäre doch viel dünner. Ich sag Galapantimos. Och, na toll, gibt's nur in Galar. Also ja, och, na toll. Keine Ahnung, sagst du diesmal. Grab it. Na, nicht grab it. Pantimos. Ey, Pantifrost meine ich. Also ich meinte Galar, Pantimos ist falsch. Ich meinte natürlich Pantifrost. Pantimos, Galar, Pantimos, Pantifrost. Ich meine, ich habe ja gesagt, Stock und hat die Hand so nach oben. Krass, wie das dann zu so einem Lego-Teil wird. Sein Hut. Ich hasse Pantimos. Ich mag Galar Pantifrost. Hallo, Jeetle Bruce. .4032 50 immer noch. Mehr gleich. Morgen geht's nach Österreich. Ich hätte definitiv früher aufstehen sollen. Was machst du in Österreich? Skifahren. Après-Ski. Dich besuchen. Was ist das? Ist doch nicht Tentoxa. Warum sagt ihr alle Tentoxa? Tentoxa hat eine Kuppel, nicht zwei. Seentrio? Was? Ich sage Phantoros. Was ganz Spezielles, ich weiß. Ich würde sogar sagen Phantoros mit Kalirex auf dem Rücken, aber das gibt's nicht als Bild hier. Gelatropo. Was sind dann die Sachen, die da unten sind? Es tropft. Zubat.
Suicune? Suicune könnte vielleicht sogar sein. Es ist, ich sag Phantoros. Ich weiß nicht, das habe ich als erstes gesehen. Oh! Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Krass. Krass, krass, krass. Hallo Leo, hallo Lothar Cepam. Lothar, hallo. Habe dich auf YouTube gefunden und durch deine Videos die ohnehin schon schwierige Aufgabe, ein Living Link zu erstellen, verworfen und werde mich nun an den Origin Decks wagen. Ich werde sozial verkümmern und Freunde, Job und Familie verlieren. Danke dafür. Gerne. Null schlechtes Gewissen. Am Sterbebett wirst du sagen, zumindest habe ich eine Sache im Leben geschafft. Und das ist, den perfekten Pokédex zu haben. Danke, Leo. Und ich werde daneben sitzen, deine Hand halten und sagen, gerne. Wie ist dein Passwort zu Pokémon Home? ich hatte auch schon einen Living Dex. Ich hatte meinen Living Dex schon. Und dann habe ich meinen Living Dex angeschaut und mir gedacht, not good enough. Not good enough. Dann habe ich mich so ausgepeitscht. Dann habe ich YouTube-Videos angeschaut, Leute gefunden, die eine Origin Dex machen, dachte mir, das muss ich jetzt auch machen. Hallo Game Cooper. Wir haben zu 10 ein Haus geholt für eine Woche mit Sauna und ein bisschen Schnickschnack. Proll. Nee, wie heißt es? Bonze? Bestimmt auch mal Skifahren. So genau haben wir noch keinen Plan gemacht. Das wird dann in einer gemütlichen Runde morgen geklärt. Geil. Viel Spaß. Skifahren war ich das letzte Mal vor 15 Jahren oder so. Und das ist auch okay. Damit komme ich klar. Eva, Dankeschön, dass du dem lieben Lothar ein Sub geschenkt hast. Das war dein 101. Sub. Verrückt. Verrückte Eva. Not good enough. Proll. Bonze, wegen Sauna. Hallo Tobe. Sagt er mit 4 Gamecubes? Eins, zwei, drei, vier. Stimmt, die 4 Gamecubes sind wertvoller als eine Sauna. Coole Community. Du bist noch nicht lange hier. die Meinung könntest du sehr schnell ändern. Gleich 40, 44. Hey, lieb sein, du hast mich stehen lassen. Du behandelst mich wie den letzten Dreck. Wie so ein Stück Fleisch, wie so eine Puppe, wo man einfach auf den Knopf drückt und sagt, jetzt steh auf. Und dann stehe ich an meinen Fäden hier, nur weil Cynthia auf den Knopf gedrückt hat. Fossilien etc. Klon zählt nicht, oder? Du musst das machen, wie du das... du machst das, wie du das willst. Das ist dein Dex. Wenn du auf deinen Dex guckst und du denkst dir... Die habe ich gedupt. Die habe ich geklont. Und das stört dich nicht, dann mach's. Ich weiß gar nicht. Ich hab's. Ja, 4-mal durchgespielt. Allein wegen Evoli musst du es ja 5-mal durchspielen. Bis Evoli zumindest spielen. Aber Klon in Gen 1. Also die Fossilien kannst du klonen, das stimmt, weil es Items sind. Aber Pokémon kannst du nicht klonen, glaube ich. Who said Pokémon? Phil will schon wieder Who said Pokémon, okay.
Ibitak. Ibitak. Sagt ihr auch Ibitak? Was sagt ihr? Pampinella kann auch sehr gut sein. Pampinella ist, glaube ich, fast besser. Aber Ibitak macht doch auch so. Darkrai? Hallo Phil. Donarion geht, glaube ich, von links nach rechts. Ich glaube, Pampinella ist besser. Aber Pampinella hat eine Nase nach unten. Ibitak geht gerade raus. Finneon? Latios? Das ist Ibitak. Ey! Das ist Ibitak. Sag ich doch. Das ist Ibitak. Hallo, Bananenritter. Hör nicht auf Leo, wir sind nett hier. Eva ist tatsächlich nett. Ich muss echt die Sprites land by home. Ja. Morgen frage ich aus. Ich muss immer noch die erste 1 bis Gen 3 lernen in richtiger Reihenfolge. Aber ich muss auch meine Steuererklärung machen. Was findet ihr es wichtiger? Die ersten 250 Pokémon auswendig lernen? Oder dem Gesetz Folge leisten? Erstmal das. Sunkabu. Es ist Sunkabu. Nee, es kann nicht sein. Auswendig lernen und die Zeit von der Steuer absetzen? Tatsächlich. Aber wie viel ist meine eigene Zeit wert? Wie viel? Das wäre geil, wenn man auch noch seinen eigenen Stundensatz absetzen könnte. Nicht nur den von Angestellten, sondern seinen eigenen auch. Moment, geht das? Nein. Hä, was ist das? Ist da ein Loch in der Mitte? Zwiebs? Oh, guter Punkt. Zwiebs. Zwiebs. Mach Nullmeldung, bist du schnell fertig. Zwiebs? Wow, shiny Zwiebs. Das ist auch Zwiebs. Ich hab's nicht gesehen, ihr habt's gesehen. R-E-S-P-E-C-T. Hat mein Spirit-Pokémon nicht funktioniert? Doch! Olli, du bist ein Kapuno. Du kannst dich doch bei dir selber anstellen und das dann abrechnen. Das kann nicht das kann nicht. Nein, das kann nicht sein, dass das geht. Du kannst dich nicht als quasi CEO selber. Nein. Stream deine Troll-Erklärung? Nein. Ist dein Origin Dex eigentlich fertig? Nein. Kennst du die YouTube-Videos? Ja, und da hast du ja dann hoffentlich wahrscheinlich das Gen 4-Video gesehen. Da sind wir gerade. Am Montag, also im nächsten Stream, geht es los mit Gen 5. Ich spiele zum ersten, nicht zum ersten Mal, aber quasi zum ersten Mal spiele ich Gen 5. Und Gen 5 hat, glaube ich, 180 Pokémon oder so, die ich fangen muss. Also unfassbar viele. Und vergesst nicht, am 1. April, kein April-Scherz,
verteile ich Wuffelseier. Denn nach dem 8. April kann man nichts mehr verschicken. Und somit wäre das quasi die letzte Möglichkeit für Leute, die kein Event-Wuffels haben, ein Event-Wuffels zu bekommen. Wenn ihr in einem Jahr dann Origin Dex Gen 7 macht, könnt ihr kein Zwielicht-Wuffels haben sonst. 1. April, seid hier. Lasst mich euch Eier schenken. Hab so Bock auf Gen 5. Ich bin gespannt, wie viele Profis auftauchen werden und denken, der Leo hat keine Ahnung. Lass mich dem Leo alles beibringen und ihm zeigen, wie man Gen 5 spielt. Wenigstens verschicken. Am 9. April, also am 8. April, aber ab dem 9. April kannst du keine Nintendo Online Services mehr nutzen auf dem DS. Das heißt, du kannst in den alten Pokémon-Spielen nicht mehr online tauschen. Online. Am 1.4. muss ich hier arbeiten. Für die Eva haben wir immer einen Wuffels. Es werden einfach im großen Stil dann Speicherkarten mit Wuffels verschickt. Wenn es so einfach gehen würde, es geht halt nicht. Und illegal ist es auch noch. Der Gen 5 Experte, spiel das Spiel, weil du willst, denn wie du willst, denn es ist dein Spiel. Okay. Schauen wir mal, ob das passiert. Muss man sich vorher eintragen oder sowas? Warum machen sich die Leute Sorgen, die die krassesten Patrons sind und sowieso alles von mir haben wollen, haben können, was sie wollen? Marco, du kannst meine Seele haben, wenn du willst. Nein, du musst einfach hier sein, dann gibt's einen Spruch, das machst du dann irgendwie Ausrufezeichen Ei und dann wirst du in der Liste eingetragen. Und ich gehe die Liste von oben nach unten. Das heißt, wenn du als fünftes schreibst Ei, dann wirst du als fünftes ein Ei kriegen. Zahlst ein Bier auf den Priest, das reicht. Du solltest keine Plus-Minus-Rechnung in der Steuererklärung machen. Ich will Leos Eier, genau. Ich bekomme, was ich will. Was will ich denn? Ja, schau, das ist das Problem. Ihr wisst nicht, was ihr wollt. Genau, und Katetsu hat sogar auch noch Eier. Wo kommt das Wuffels genau her? Das war ein Event. Das wurde damals verschickt auf Sonne und Mond, hat einen Jubelball und wahrscheinlich bestimmte Attacken. Aber das Wuffels könnt ihr ja nicht, also kriegt ihr natürlich nicht. Aber ihr kriegt ein Ei, in dem ein Wuffels ausschlüpft, das die Tempomacher-Fähigkeit hat. Dann habt ihr ein Wuffels auf Level 1 mit eurer OT im Pokéball. Und das ist das einzige Wuffels, das man kriegen kann, heute noch mit Tempomacher. In Gen 7. Natürlich gibt es inzwischen Tempomacher-Wuffels ohne Ende, aber in Gen 7-Wuffels mit Tempomacher ist das eigentlich, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Wenn der 9. April halt vorbei ist, oder wenn der 9. April ist, dann kann euch halt das keiner übers Internet schicken. Da muss man dann neben euch stehen, um euch das zu schicken. Also es ist immer noch möglich, nur halt aufwendig vom anderen Stern. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr gedrückt. Ich glaube, wir sind schon längst bei 60 oder so. Egal, was ist das? Das ist einfach. So eine simple Form. Hast du einen Traumradar-Spielstand, in dem die Tiergeistform noch da sind? Ich habe Traumradar. Aber ich habe Traumradar noch nie gespielt. Warum? Weißt du etwas, was ich nicht weiß? Also ich hole mir halt die Tiergeisterform in Traumradar. Aber warum sollte... Also... Das kann ich ja immer noch machen.
Ich muss ja keinen Spielstand haben, wo das so ist. Dann alles gut, okay. Hätte ja sein können, dass Traumradar vielleicht nur online funktioniert oder sowas. Hast du nicht Autoshiny Kanter? Hier nicht, weil hier macht's keinen Sinn. Das ist natürlich ein Hytera. Aber wir haben es wieder falsch gesagt. Das ist ein Shiny Hytera. Ich habe keinen Autoshiny Counter, denn das sind 4 Bildschirme. Und das Problem ist, dass hier oft Sachen passieren, die ich nicht vorhersehen kann. Und dann kann es sein, dass ich manchmal nur 3 Entei sehe. Oder nur 1 Entei sehe. Und dann würde der Auto-Shiny-Counter trotzdem 4 sagen. Natürlich wird es trotzdem irgendwie gehen. Ich könnte 4 Auto-Shiny-Counter anmachen. Und dann jeden Bildschirm einzeln machen. Es geht aber nicht, weil die Bildschirme sind nicht einzeln. Wobei sind sie doch, aber es ist zu kompliziert. Und da es so aufwendig ist, normalerweise vergesse ich nicht, 4-mal auf Plus zu drücken. Aber jetzt, wo wir die ganze Zeit den Quatsch hier machen. Irgendwie, es wirkt doch voll wie so eine markante Form. Warum sehe ich gar nichts? Paragoni? Ah, ja, gut, aber ist viel zu breit, oder? Paragoni wäre nur 1 von den Dingern. Geroldra? Auch viel zu breit, oder? Das Dino-Fossil, wenn sowas wie Psyau, Piscagon oder so. Du kannst pro Traumradar nur einmal die Legis abholen. Wie meinst du das? Das stimmt nicht. Das weiß ich, dass es nicht stimmt. Weil ich habe John Stones Video angeschaut, wie er Traumradar alles geholt hat und einfach alles übertragen hat auf Schwarz-Weiß. 2. Also was meinst du? Ich weiß nicht, was es ist. Das ist... Oh. Jetzt ist es... Ein Navitaub. Ja, nee. Who is that Pokémon? Oh, come on, warum ist das jetzt auf einmal so einfach? Warum ist dieses Pokémon an der perfekten Stelle, sodass jeder Pixel an der perfekten Stelle ist? Glaziola? Was? Nein. Hä, warum seht ihr da Glaziola? Nein, Psyana sieht auch anders aus. Das ist eindeutig Nachtara. Nachtara ist das einzige Evoli, das von der Seite, perfekt von der Seite ist. Psyana sitzt da, geht nach hinten. Glaziola geht auch nach hinten. Folipova geht von links nach rechts nach hinten. Eindeutig. Nachtara. Eindeutig. Aber wie perfekt es gepasst hat. Pro Spieldurchlauf kannst du die einmal abholen, aber wenn du dein Traumradar neu anfängst, kannst du erneut die Tiergeister holen. Achso, du hast es so gemeint. Du kannst pro Traumradar nur einmal die Legis abholen. Ich habe verstanden, dass du nur 1 von den 3 abholen kannst. Das kann sehr gut sein, selbstverständlich, ja. Auf einem Traumradar, also du spielst Traumradar und dann ist da ein Voltolos, dann holst du das Voltolos und dann schickst du es auf Schwarz und Weiß. Und in dem Traumradar ist dann nicht nochmal ein Voltolos, das ist klar. Ich hab falsch gelesen. Ich dachte,
Du meinst, man kann nur eins von den dreien sich aussuchen. Traumradar kannst du sicher neu starten, indem du in deine Datenverwaltung gehst vom DS und einfach den Speicherstand löscht. Welchen OT haben die Mons aus Traumradar? Guter Punkt, weiß ich nicht. Entweder gibst du am Anfang von Traumradar einen Namen ein und dann haben die den Namen von dem Traumradar-Namen. Oder sie kriegen den Namen von dem, wo du es drauf tust, auf Schwarz-Weiß. Auf den du überträgst. Ja, kann sehr gut sein. Von dem Spielstand, okay. Aber sie sind halt im Traumball. Da ich sowieso Schwarz-Weiß jeweils einmal spielen muss, werde ich mir sicher die Tiergeister oder halt die Genies 6 Stück holen. Aber genau genommen sind halt die Tiergeister das erste Mal im Traumradar gewesen. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass sie im Traumball sind. Es zeigt halt, wie besonders sie sind. Eine Sache bin ich mir immer noch nicht ganz klar, ob ich die Ultrabestien im Ultraball fange. Du Sau, du warst diese Nacht online? Ja. Du Sau, warum hast du es nicht bemerkt? Meine Serie ist hinüber. Was soll ich mehr machen, als auf dem Discord pingen? Ist doch alles gepingt, ist doch alles, ist doch kaum... Weil ich auch um 5 Uhr aufstehen musste, ja, dann ist das gut so, dass du nicht da warst. Wann wird die Vorhersage aufgelöst? Wahrscheinlich dann, wenn ich bei 4096 bin, oder? Wenn die Ultrabestien alle exakt nacheinander wären, würde ich sagen Ultrabestien im Ultraball. Dann ist das so ein Block. Da aber ich glaube, die Ultrabestien unterbrochen werden von... Ich glaube, Genesekt zum Beispiel. Nee, nicht Genesekt. Ich glaube, die Ultrabestien werden unterbrochen. Wahrscheinlich von Solgaleo und sowas. Und dann kommen nochmal 2 Ultrabestien. Das ist halt dann widerlich. Zwei, drei, vier. Who's that Pokémon? Magianon, Marshadow. Ja, stimmt, die kommen auch noch dazwischen. Ich sehe deinen Flapterix. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe deinen Flapterix. Aber das Flapterix schaut nach hinten, was keinen Sinn macht. Gekkabor? Das wäre dann auch falsch rum, glaube ich. Gen 5 Vogelfossil, also Flapterix. Ich sag auch Flapterix. Aber wer wird Venikro... Wenn man Venikro abholt, ist Venikro im Ultraball? Oh nein. Wenn Venikro eine Ultrabestie ist... Und die kriegt man geschenkt. Pokéball. Ja, dann ist sowieso klar, dass wir Pokéball machen, oder? Was ist das denn für ein Quatsch? Ist eine Ultrabestie oder du kriegst sie im Pokéball? Dann machen wir Pokéball für alle Ultrabestien natürlich. Das hier ist ein... Schau, ich kenne doch meinen Flapterix. Das ist auch Flapterix. Flapterix. Bye, Anne. Die Shinies werde ich versuchen, im Ultraball zu bekommen, aber das wird schwer. Ultraball ist doch noch schlechter als im Pokéball, ne? Ja, gemein, gemein, gemein. Da ist es doch noch am
Da ist es doch am besten, wenn du Ultrabälle in Schwert und Schild schmeißt, oder? Weil die bleiben zu 100% drin. Aber wie leicht ist es, Ultrabälle zu haben in Schwert und Schild? Da gibt's keinen krassen Item-Drucker. Ach ja, Brunni auf Ultrabestien, ja. Ich hoffe noch auf ein Carpo-Raid-Event und dann einfach Beast Ball werfen. Bestimmt wird das kommen. Du hast gar nicht gemerkt, dass dein Venikro shiny ist. Sebold! Du Lacker. Ich habe mir jedes Ultrabest jetzt zweimal gefangen, einmal mit Pokéballen, einmal mit Ultrabällen. Die in Ultrabällen habe ich nochmal separat woanders verstaut. Es geht sich ja aber nicht auf. Also natürlich kann man es machen, aber dann muss man ja viermal Sonne und Mond spielen. Nee, Quatsch, was? Doch, weil... Nee, doch. Weil manche sind ja exklusiv in Sonne oder in Mond. Das heißt, du musst für manche Mond zweimal spielen und für manche Sonne zweimal. Nein, danke. Warum ist eigentlich in jedem Stream Filmmusik aus Guardians of the Galaxy? Weil es gute Musik ist. In US kann man jedes mehrfach fangen? Ach echt? Ach, die sind dann in den Wurmlöchern, glaube ich, drin, oder? Dann ist einfach. Hast du auch gesehen, wie viele Katagami ich bei mir hatte? Stimmt, stimmt. Du hattest ja fünf Katagamis oder so. Was muss ich denn jetzt noch, was muss ich alles Bescheid wissen für Schwarz und Weiß am Montag, wenn wir anfangen? Ich meine, ich werde gechillt einfach die Story spielen, aber muss ich, während ich Schwarz, ich werde Schwarz spielen als erstes. Muss ich auf irgendwas aufpassen, während ich Schwarz spiele? Gibt es irgendwie sowas wie Honigbäume, dass ich von Anfang an aufpassen sollte, Honig an Bäume zu schmieren? Oder ich meine, ich würde sagen, wir ändern nicht den Monat. Wir spielen es erstmal durch. Und dann, wenn ich gezielt Pokémon fangen will, muss ich halt die Zeit verändern, um die Jahreszeit zu ändern. Aber anscheinend gibt es nicht so viele Pokémon, die auf die Jahreszeit bezogen sind. Es ist hauptsächlich wirklich nur so Sesokids und so. Aber es gibt manche Orte anscheinend, die nur erreichbar sind in bestimmten Jahreszeiten. Es ist halt einfach sacken, ich spiele einfach die Story durch. Das ist eins der schwersten Pokémon-Spiele zum Spielen. Victini hole ich über den S-Glitch, aber erst, wenn ich fertig bin. Ich will nicht das Spiel durchspielen mit Victini, Meluetta und drei Shiny, was nicht alles, und Genesect und so, sondern das hole ich mir danach. So wie es halt damals auch gemacht wurde. Es gibt Pokés, die tagesabhängig sind, ja. Ich frage mich, warum Demeteros nach Reshiram und Zekrom im Dex kommt. Weiß das einer? Ich hasse das auch so sehr. Ich verstehe das auch nicht. Ich dachte früher, dass Demeteros ein Black and White 2 Mon ist und deswegen wurde es addiert später. Aber ist es ja nicht. Es ist einfach, warum?
Warum sind die drei Genies nicht nebeneinander? Das ist so wie, als ob sie Suicune, Raikou, dann Platz und dann Entei machen würden, hä? Geht der DNS-Glitch noch nach dem 9. April? Wahrscheinlich. Vielleicht haben sie es so am Ende des Mon noch reingetan, dass sie nicht mehr den Pokédex ändern wollten, weil es so viel Auswirkungen auf alles andere gehabt hätte. Ich war entspannt in 3 Wochen durch mit Gen 5. Gen 4 war deutlich komplizierter. Ja, ich glaube, nach Gen 4 wird jetzt alles nur einfacher. Bis auf Gen 6 mit den Vivillons, aber das ist an sich auch nicht schwer, es ist halt nur, kostet halt Geld. Gen 7 wird nervig, weil das Spiel so lang ist. Und Gen 8 ist erst recht geschenkt. Wobei, da ist dann der Urgelmator mit den Zuckerstücken. Poké-Vivillon kann es schwer werden. Das ist halt unmöglich. Aber zum Glück habe ich das ja schon. Was unmöglich ist, ist nicht schwierig. Es ist unmöglich. Du kannst sie doch in Kapo entwickeln. Was soll ich in Kapo entwickeln? Das stimmt. Guter Punkt eigentlich. Habe ich gar nicht dran gedacht. Es fühlt sich aber falsch an in dem Fall, weil es eben so extrem seltene Entwicklungs-Items sind. Musst du nicht 4-mal Schwertschild spielen? 5-mal. Wegen Wulauso. 4 Wulausos, 1 Dakuma. Dann Polaros, Phantoros ist auch jeweils... ja. Ich habe die alle wegen eines Raid-Events. Ich auch. Aber halt nicht im Pokéball. Und nicht mit der OT Leo. Aber das ist recht. Ich könnte es mir extrem einfach machen und sie einfach in Kapo entwickeln. Aber dann hat ja Gen 8 gar nichts Besonderes, außer vielleicht noch die Gigasuppen, was auch ein nerviger Grind ist. Ja, ich habe auch die Zucker-Items wegen den Events. Es bringt mir nur nichts, wenn mein Spielstand leer heißt. Das ist doch der Grund. Der Grund, warum ich den Origin Dex mache, ist, weil ich nirgendwo Leo hieß. Ich habe mich überall, ich spiele immer eine Frau im Spiel und habe mich überall Lea genannt. Deswegen muss ich ja jedes Spiel neu anfangen, weil ich einen OT brauche, der Leo heißt. Und wahrscheinlich kann ich die Zucker-Items rübertauschen, aber das ist kackegal. Fuck, ich werde Gen 8 sowieso nicht Origin Dex machen. Also nicht als Video, weil es viel zu einfach ist. Yoshifu hat Gender Differences, das wird ein Grind. Warum, ist ja egal. Du holst dir einfach so oft ein Dakuma, bis es männlich ist. Das ist doch kein Problem. Aber gibt's in Gen 5 nichts Besonderes? Es kann doch nicht sein, dass Gen 5 langweilig wird. Können zum Entwickeln die Pokés auf Lea tauschen, ja. Aber das hat alles nichts mit Origin Dex zu tun. Origin Dex heißt, dass ich das Spiel so spiele, wie es vorgesehen ist. Da kann ich nicht einfach ein Pokémon nehmen und den anderen Spielstand rüber tun.
Weil ich da die Zucker-Items habe noch von damals. Ist doch langweilig. Denk doch an, es muss doch spannend und cool und schwierig sein. Gen 5 ist schon anspruchsvoll, weil es ein schweres Spiel ist. Kriegt man irgendwas davon, weil wenn man doch... Ah ne, das war Schwarz-Weiß 2, oder? Hat nicht Gen 5 einen schweren Schwierigkeitsgrad am Ende, wenn man es durchgespielt hat? Aber dafür kriegt man nichts, oder? Oder hat Schwarz-Weiß auch schon den schweren Schwierigkeitsgrad? Urshifu hat keine Gender Differences, nein. Ach, das meinst du, weil du weißt es nicht. Achso. Nein, Urshifu hat keine Gender Differences. Urshifu ist es Dakuma. Urshifu, also Wasser. Urshifu Unlicht. Urshifu Wasser Giga. Urshifu Wasser Giga. Gigas ist in Gen 8, deswegen man viele Pokémon mehrmals braucht. In Schwarz-Weiß 2 kann man den Hürdenmodus. Aber für den Hürdenmodus kriegt man nichts, oder? Ich kann nicht sagen, hey, wir spielen jetzt noch den Hürdenmodus durch, um dann ein Level 1 Reshiram zu kriegen. Waschaquill ist besonders? Man bekommt nichts dafür. Waschak will es wie Driftlon. Ah. Fuck. Eins, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat auf dem Discord gesagt, eine coole Sache ist noch, wenn man Kind, also man kann Kindwurm Horden triggern und die holen dann als Verstärkung ein Brutalander. Aber ein Brutalander auf Level 12. Das wäre cool. So ein Brutalander zu fangen, was quasi noch ein Teenager ist. Wenn überhaupt, noch nicht mal ein Teenager. Was nicht in Usum? In Usum kann man Kindwurm... Ja, aber Kindwurm ist doch kein Usum-Pokémon. Achso, dann ist es ja eh. Stimmt, Kindwurm ist ja ein Gen 3-Pokémon. Das war Usum. Okay. Lande auf Level 12 in Usum. Nee. Soll es ein Bug sein? Am Anfang in der Wiese mit einem Level 10 Brutalander? Keine Ahnung. Hat aber auch nicht jeder, ja. Aber was wir in Gen 5 machen werden, was wahrscheinlich das Aufwendigste wird, ist alle versteckten Fähigkeiten fangen. Was aber nicht so schlimm wird, wie ich dachte. Aber ursprünglich dachte ich ja immer, dass versteckte Fähigkeiten, dass jedes Pokémon kommt auch mit versteckter Fähigkeit vor, nur extrem selten. Ist ja gar nicht so. Versteckte Fähigkeiten sind immer nur gebunden an einen bestimmten, besonderen Ort. Und in Schwarz und Weiß ist es halt der Weiße Wald, oder wie das heißt. Oder die Lichtung. Pokémon in der Lichtung haben alle die versteckte Fähigkeit. Das heißt, ich weiß nicht wie viele, aber da sind dann irgendwie so 40 Gen 5 Pokémon oder sowas, sind auf der Lichtung. Und die können die versteckte Fähigkeit haben. Das heißt, die fange ich einfach alle dort. Die haben dann alle die versteckte Fähigkeit.
Ich glaube, das ist eine Bedingung, die ich mir setze, dass wenn man in dem Spiel einen Mon mit versteckter Fähigkeit fangen kann, dann muss ich das mit der versteckten Fähigkeit fangen. Genau, das sind zwei verschiedene. Genau, es gibt den weißen Wald und die schwarze Stadt. Und dann gibt es aber in beiden, glaube ich, die Lichtung. Oder wie das heißt. Auf jeden Fall gibt es einen Ort im Endgame von Gen 5, wo man versteckte Fähigkeiten Pokémon fangen kann. Und zusätzlich gibt es noch versteckte Fähigkeiten. Aber ich glaube, das war's. In der schwarzen Stadt, im weißen Wald und in der Lichtung. Das geht, ja. Lichtung geht sogar schon im Playthrough. Ah. Ja, will ich nicht machen. Es ist immer zuerst durchspielen und dann fangen. Da sind die Pokis festgeschrieben. Am 1.4. beginnt dann auch Manaphy. Ja. Wir brauchen ja auch das Trugschlagmon. Korrekt. Die Lichtungen sind nur in Schwarz 2, Weiß 2. Ah, oh, das kann sein. Ich habe noch kein Schwarz-Weiß 2. Die sind so unverschämt teuer auf eBay. Mal schauen. Kann dir eins leihen? Vielleicht komme ich darauf zurück. Ich habe für Gen 3 habe ich mir auch Blattgrün ausgeliehen. Könnt ihr dir beide geben? Azrael hat beide. Mal gucken. Hat jemand auch zufällig ein japanisches Schwarz-Weiß 2? An dem Retroladen in Berlin? Also in Berlin war ich in so einem Retroladen. Das war so ein netter, älterer Herr. Und ich werde ja jeden Tag in diesem Laden. Der ist wirklich bis zur Decke gefüllt, einfach stapelweise mit Spielen, ohne irgendeine Sortierung. Du guckst da durch und hast null Ahnung. Und der hat wirklich alles gehabt. Der hat allein noch irgendwie 4 Pokewalker da rumliegen und so. Und ich kam rein, hat schnell gemerkt, dass ich auf Gamecube-Spiele gucke, weil ich habe halt... Ich habe zum einen dachte ich mir, hey... Pokémon Box will ich ja immer noch irgendwie besitzen. Einfach Pokémon Box. Und ich brauche unbedingt noch ein Schwarz, um Gen 5 anfangen zu können. Und vielleicht Schwarz-Weiß 2. Hallo JP. Hallo Magumina. Ich glaube, das heißt Freeman Games, ja. Warum kennst du das? Er hat auch dann mit mir ein Bild gemacht auf seinem Instagram. Jetzt bin ich auf seinem Instagram, aber der hat nicht nach meinem Namen gefragt. Warum kennt man den? Ist der doof? Ist er gut? Und dann habe ich Pokémon Box gefunden, rausgeholt, 180 Euro. Habe ich Pokémon Schwarz gefunden, 80 Euro. So, fuck, Mann. Warum sind die so teuer? Warum? Ich habe bei solchen Läden immer Hoffnung, dass die vielleicht keine Ahnung haben. So wie man auf einem Flohmarkt vielleicht manchmal Sachen findet, wo Leute keine Ahnung haben. Aber der hatte definitiv Ahnung. Und dann habe ich ihn auch so gefragt, hast du vielleicht
DS-Systeme aus Japan. Aus Japan und Amerika. Ich hätte gern ein DS aus Japan und ein DS aus Amerika für Vivian. Oh mein Gott, der Oliver. Oliver, hallo. Hello, everybody. MKPs. Ihr Magikarp Ponds. Fischis. Hi. Thank you so much. Thank you so much. Oliver, thank you so much. Magikarp's Paradise. Thank you. Danke, danke. I'm a German stream. But you all can, if you like, you can talk, you can chat in English. I can answer you in English. But we are talking in German. I hope that's okay with you. Kein Tab zumachen. Marco, am Doppelgucken. Was hat der Oliver gemacht? What did Oliver do today? Did he look at his Pokewalker stuff? This is a German stream. We are playing some Colosseum. Today I'm gonna reach the half point, 4096. After that I'm gonna switch to Deoxys in Emerald. No, in Fire Red and Leaf Green. But I wanna reach the half point. Halfway point. The halfway point. I wanna reach halfway point today. 4096. We're almost there. One reset takes 4 minutes. So one Entei is 1 minute. So we are already here today for like 96 minutes now, but I'm way too slow today. 1, 2, 3, 4. Marco, danke schön, dass du Oliver einen Sub geschenkt hast. Dankeschön. Gleich gibt's Punkte. Nee, gleich kommt Shiny. Es gibt keine Punkte. Was habt ihr gemacht? Habt ihr auch Kolosseum gemacht? Warte mal, was machst du denn zurzeit? Machst du beim Eggmonth mit eigentlich? Ich hol mir mal Nuffy, also ich suche mal Nuffy im Eggmonth. Ich glaube, suchst du nicht auch immer noch mal Nuffy? Ich habe letztens deine Manafi-Videos angeschaut, um zu schauen, ob ich alles richtig mache. Er denkt wirklich, unter 12k kommt das Shiny. Keine Angst. Es kommt unter 8. Hier, Sebold. Aber der Besitzer war schon sehr nett, aber schon etwas weird. Geil ist, dass er eine Maschine hat, damit CDs wieder wie neu sind. Aber hab da auch damals 2 Sachen gekauft. Er macht mit jedem Foto. Ja, er macht mit jedem Foto. Habe ich mir schon gedacht. Wir waren heute am Manafi hunten. Ha! Haben es bis 6.8. Ihr seid schon bei 6.800 Eiern. Wow. Bin aber gespannt, wie weit ich im Eggmonth komme. Ich fange bei 0 an. Ich werde es bestimmt nicht jeden Tag schaffen. Aber was ist das? Ich habe 4 Eier. Das heißt 4 Resets in einer halben Stunde. Wenn es schlecht läuft, im Schnitt wahrscheinlich. Das heißt, in einem Stream schaffe ich vielleicht 20 Eier oder sowas. Nee, mehr. 24 Eier. Boah. Warum tun wir uns das an? Ja, ich war auf jeden Fall dann bei dem in Berlin, bei dem Retroladen. Hab mir dort dann Box geholt und Schwarz. Zusammen dann für 210 Euro. Also er ist ein bisschen runtergegangen, wobei ich immer nicht weiß, ne, der schreibt dann einen höheren Preis auf die Packung und dann kriegt er den normalen Preis, den er eh wollte. Aber Pokémon Box ist halt schon saftig. Und er war nett und sowas. Und so im kleinen Laden gibt man auch eher gerne Geld, oder? Als sonst was. Aber ich habe den halt dann gefragt, hey, hast du auch einen japanischen DS und einen amerikanischen DS? Und der war wirklich so, hä? Ich hab so ein Famicom. So, ja, nee. Da habe ich den versucht zu erklären, nee, ich meine halt tatsächlich ein 3DS oder 2DS oder ein DS. Nee, DS wird gar nicht gehen. 2DS oder 3DS, der halt aber aus Japan importiert wurde. Aber hat er leider nicht. Weil für WWJ brauche ich halt noch japanischen und einen amerikanischen. Hast du Box mit Cover? Nein. Weil dann ist es erst recht unbezahlbar.
Nein. Aber ich habe ein Fake-Cover gekriegt. Alle Spiele, die bei dem kein Cover haben, druckt er so ein schlechtes halt Cover mit dem eigenen Drucker aus. Ich war auch zuerst so, das ist aber nicht echt. So, nee, nee. Aber die CD ist echt. Du hast Poképark für 25 gefunden. Nice. Mein Poképark und Poké Ranch ist was anderes. Was ist nochmal Poképark? Poképark ist in sich, gell? Poképark ist nicht irgendwie transferierbar auf andere Spiele. Ranch hat einen Transfer, aber Poképark ist so wie Rumble, ne? Das ist ein Spiel in sich geschlossen. Du willst den Galaxy 3DS in lila? Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Demon King, du bist ein Grolldra heute. Süß. Sehr cool, dass du auch bei Manafi bald am Start bist. Freue mich, das mit dir zu handeln dann. Das ist ein leichter Vorsprung. 1, 2, 3, 4. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Gleich Hälfte. Ja, ich hab Manafi ewig vor mich hergeschoben. Das sollte so das große Finale sein von der DS-Ära für mich. So in der Hoffnung, es noch zu schaffen, bevor Bank irgendwann zumacht. Aber dann kam auf einmal, habe ich den Tweet gesehen, halt vom Shiny Eggmans und dachte mir, komm, machst du da mit und fängst jetzt mit Manafi an. Da habe ich letztens alles vorbereitet, habe sie schon übertragen, die 4 Eier. Ich habe über die letzten Jahre die Ranger-Teile gesammelt und durchgespielt. Habe die 4 Eier übertragen auf mein Diamant. Ich habe dann in deinem Video gesehen, du hast auch so Markierungen gehabt. Ich habe auch, mein Diamant ist Spiel A. Da sind jetzt gerade die Eier drauf. Aber noch keins geschlüpft. Aber 6800, ey. Vielleicht habe ich ja krasses Glück. Das wäre so insane, wenn das einfach im Eggmonth kommen würde. Weil ich habe einen Zuschauer, der Dave. Bei dem ist es im Eggmonth gekommen in 2020, 2021, weiß nicht mehr welches Datum. 2019, 2021, weiß nicht mehr. Wir müssen in seine Fußstapfen treten. Wir kriegen es auch diesen Monat. Ach, du hattest es sogar in HGSS. Das sind die langsamsten. Ja, ich habe extra Diamant und Perl ausgesucht, weil die am schnellsten sein sollen. Ich werde dann mal einen perfekten Reset machen. Ich habe sogar eine fette Übersicht gebohrt. Warte mal. Die muss ich mal kurz herzeigen. Einfach, weil ich das so faszinierend finde. Auf dem Discord habt ihr sie schon gesehen. Aber das war nur so eine Skizze. Ich habe die Skizze auch nicht groß weitergemacht. Ich wollte es, wenn ich ein Video mache, wenn ich Manafi habe und ich ein Video drüber mache, wie ich es gekriegt habe, will ich halt erklären, wie der Cycle ist. Der Cycle ist halt insane. Ich habe versucht, es visuell darzustellen, aber es war so schwierig. Und ich glaube, wenn ich jetzt einfach, wenn ihr jetzt hier jemand ist und ihr habt keine Ahnung, wie man Manafi holt in Shiny, dann würdet ihr, glaube ich, das hier anschauen und es trotzdem nicht verstehen. Wenn man es ein bisschen weiß, versteht man es. Aber vor allem, wenn ich es dazu erkläre, versteht man es. Es ist eigentlich echt geil, wie ein Unendlichkeitszeichen eine Shiny-Hunting-Ablauf, eine Shiny-Hunting-Methode ist. Quasi hast du hier die ganzen Eier gemacht. Auf dem einen Spiel, und es kann auch gleichzeitig passieren, die beiden Kreise, auf dem einen Spiel brütest du dann die Eier aus, checkst, ob sie shiny sind, startest den Spielstand neu, tauschst sie auf das andere Spiel. Spiel A wird dann zu Spiel B, löscht den Speicherstand. Auf dem neuen, auf dem Spiel B dann quasi, was dann Spiel A davor war, spielst du das Spiel bis zum Fang-Tutorial, kaufst Tränke und Bälle, fängst 5 Pokémon, tauschst dann die Pokémon mit dem Spiel A, was dann Spiel B wird, was zu A geworden ist und so weiter. Und so hast du einen ganzen Kreis aus 2 Spielen, die du quasi gleichzeitig spielen kannst, aber auch nicht wirklich, weil der eine Cycle hat. Eigentlich müsste der rote Kreis riesig sein und der blaue Kreis ganz klein. Weil der blaue Kreis kann man ganz schnell machen und dann kommt dieser riesige rote Kreis. Aber ja, ich habe letztens
diese Übersicht. Ich dachte irgendwie, ich schaffe irgendwie eine Erklärung zu bauen, dass man sie sich anschaut und denkt, ah ja, logisch, easy. Aber es geht nicht. Wegen diesem gleichzeitig auch, dass du Spiel A und Spiel B quasi gleichzeitig spielen kannst. Naja. Das ist meine Übersicht zu einer Shiny Hand von Manaphy. Ich hab's auch textlich, da sieht's schöner aus. Würde auch gerne mit Tanten, weiß aber nicht, wie an viel legitime Eier rankomme, ohne Unmengen auszugeben. Also, Unmengen sind's gar nicht. Also, naja, du brauchst halt 2DS. Wenn du nicht 2DS hast, brauchst du einen zweiten DS. Einen hast du ja. Ranger-Spiele sind halt nicht so teuer. 25 Euro max eigentlich. Außer derjenige weiß, wie viel ein Manaphy-Ei wert ist. Aber der Aufwand halt, der Aufwand dann immer nachzufragen, hey, ist da noch das Ei drauf? Beziehungsweise, hey, kannst du mal einen Screenshot machen und so weiter. Aber Ranger-Spiele sind ja eigentlich nicht so teuer. Pokémon Ranger ist tatsächlich ziemlich günstig. Du kommst sie teilweise für einen 10er gebraucht. Boah, 10er habe ich noch nicht gesehen, aber ich muss halt, bei mir ist es dann immer noch mal mehr, weil ich die halt hierher liefern lassen muss. Theoretisch kannst du, nachdem du die Eier übertragen hast, die Ranger-Spiele natürlich wieder verkaufen. Ja, fürs Gleiche. Kann man von einem gehackten DS R4-Card Pokémon auf Bank übertragen? Gehackten DS R4-Card Pokémon auf Bank übertragen? Ja, klar. Klar. Der Punkt ist nur, wenn, was du halt nicht machen solltest, wenn du ein gehacktes Spiel hast, dann wird Bank dieses gehackte Spiel nicht erkennen. Auch da gibt es Möglichkeiten, bestimmt, keine Ahnung, aber dafür will ich nicht, ne, ich will das nicht gut reden, dass man das macht. Aber JGamer ist ein Knapfel. Aber Bank, wenn du Bank einfach runterlädst mit einem gehackten, mit einem gemoddeten DS, was ja die einzige Möglichkeit heutzutage ist, klar, das Bank ist echt, das funktioniert. Das ist kein Problem. Aber wenn du als irgendeine ROM nimmst von Schwarz-Weiß 2 und die auf dein DS tust, dann wird die wahrscheinlich mit Bank nicht kommunizieren. Wenn du das meinst. Bam, bam, bam. 1, 2, 3, 4. Ich fahre im September nach Japan. Soll ich da nach einem japanischen 3DS schauen? Das ist sehr nett, dankeschön. Aber ich habe noch gar nicht angefangen zu schauen. Das wird nicht schwer sein, einen japanischen DS zu kriegen. Weil die werden einem hinterhergeschmissen. Der amerikanische DS wird schwierig. Da findet man natürlich auch super viele, aber da musst du dann Zoll dazu zahlen, Lieferkosten aus Amerika und sowas. Da einen zu finden, der vielleicht nicht aus Amerika verschickt wird, das wird halt teuer. Habe ich gerade gedrückt? Ich glaube schon. Hallo Krigos. Weil wenn du das mir kaufst und dann hast du das in Gepäck drin und dann hast du es in Deutschland und musst es von Deutschland hierher schicken, Da sparen wir nicht viel Geld, wir beide. Da kann ich genauso von eBay direkt. Und meistens japanische Angebote auf eBay sind Kosten, also lieferkostenfrei. Voll oft so. Japanische DS ist nicht das Problem. Amerikanisch wird teuer. Das meine ich, in dieser R4-Card kann man eine SD-Card reinstecken und ROMs draufladen für den normalen DS, aber dachte mir schon, dass das nicht funktioniert. Gehen tut alles, weil mit Modding geht alles. Ich weiß nicht wie. Und ich will dir auch nicht erklären, wenn ich es wüsste, weil ich will nicht, dass man Spiele illegal runterlädt. Bank musst du dir holen, klar, aber das ist sowieso umsonst. Da fühle ich mich nicht schlecht, weil Bank ist umsonst. Das ist wie eine Demo. Eine Demo sollte man sich auch immer noch runterladen können. Aber kauf dir deine Spiele. Was ist mit den Virtual Console Titeln? Wenn man die sich über den gemoddeten DS herunterlädt, sind die dann mit Home kompatibel?
Ja. Wie gesagt, gehen tut alles. Patrons haben schon gesehen. Achso, die Übersicht, ja. Gott, da bin ich echt so. Ich dachte mir, ich baue mal eben so eine leichte Übersicht für Manafi und dann saß ich davor und dachte mir, aber Moment mal, das ist gleichzeitig, aber das nicht. Aber Spiel A wird zu Spiel B? Ich glaube, ich habe super viele Resets heute nicht geklickt. Aber wir sind auch sehr langsam. Hey, was ist das? Das könnte Psyana sein. Ich glaube, Psyana ist andersrum gedreht. Aber der Schwanz hinten, glaube ich, geht nach oben, wie bei Psyana. Ich sag das, Psyana. Du sagst auch Psyana. Zu einfach. Zu einfach. Zu einfach. Ich bin gespannt, ob dieses Jahr Oliver wieder ein April-Scherz-Video hat, auf das ich reinfallen werde und mir denke, oh wow, man kann Garados tatsächlich in Blau shiny hunten. Und dann während dem Video fällt mir auf, warte mal. Warte mal. Was ist heute? Unverschämt weiß. Ich brauche sowieso ein japanisches 3DS für den DNS-Glitch Shiny Genesect. Brauchst du nicht, weil der 3DS ist Region Unlocked, glaube ich. Du kannst auch japanische Spiele auf normalen 3DS spielen. Oder? Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube. Ich glaube, du kannst ein japanisches Schwarz-Weiß 2 in einen deutschen 3DS stecken. Das Spiel sollte reichen. War 3DS nicht noch region-locked? Aber das geht. Dave hat einen Genesect in Shiny sich so geholt. Und der hat, glaube ich, keinen japanischen DS. Er hat nur ein japanisches Schwarz 2 geholt. Aber es kann sein, dass wieder gemoddeter 3DS und dann ist er so automatisch region-locked, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nur weil Nintendo das sagt, muss es ja nicht stimmen. Warte mal, wir kommen gar nicht auf genau 4096. Warte mal. Nee. Okay, ich werde zwei Gamecubes ausmachen. Ich will genau auf 4096 kommen. Doch? Ah ja, doch. Ah ja, 96. 86. Ja, doch. 3DS-Spiele sind region-locked, DS-Spiele nicht. Aha! Schwarz-Weiß 2 ist ein DS-Spiel, das heißt ein japanisches Schwarz-Weiß 2 würde in einen deutschen 3DS reingehen. Geht das so? Sollte gehen. Wo wird Lou Reed gespielt? Ja. Oh
Warum kann man nur in den japanischen Spielen Genesekt bekommen? Das musst du Game Freak fragen, warum die so gemein waren und das shiny Genesekt nur in Japan verteilt haben. Die haben das japanische Genesekt, also wir reden von Wundergeschehen, Geheimgeschehen. Genesekt kriegt man nur über Geheimgeschehen. Und Shiny Genesekt gab es nur über ein japanisches Geheimgeschehen auf einem japanischen Spiel. Genau, stell dich einfach in so einen Laden, frag schnell, ob du das Schwarz-Weiß 2 japanisch testen willst, schiebst das rein, machst kurz das Geheimgeschehen und sagst, ah, funktioniert nicht, danke. Dann hast du dein Shiny Genesekt, wobei, du brauchst das Spiel, verdammt. Sonst hast du das Shiny Genesekt ja nicht. Vergiss es. Oder du gehst durch den Laden und auf jedes Schwarz-Weiß 2 lädst du ein Shiny Genesekt drauf. Die, die es dann wirklich kaufen, die freuen sich. So, wir haben es gleich. Vorletzter Reset. Ich weiß gar nicht, wo wir bei Deoxys sind. Sind wir bei Deoxys nicht auch schon bei 4000? Kann nicht sein. Gleich Punkte. Ey, wir haben immer noch 4 Chancen. Wir haben immer noch, wenn es jetzt kommt, wäre unfassbar. Wenn es jetzt kommt. Bei 4096. Wo sind die Einser? Marco mit seinen mickrigen 1000 Punkten, die er gesetzt hat. Wenigstens einer. Henriette mit 10.000 Punkten, die Verrückte. Kriegt gar nicht mit, wenn sie die Punkte verliert. Eva haut noch ein bisschen Glück raus. Komm schon. Der letzte Reset von Entei für heute. Danach gehen wir auf Deoxys. Denn ich brauche immer noch 3 Shiny Deoxys. Bevor wir... Oh Gott, das ist ja halt Deoxys. 3 Shiny Deoxys. Aber ich wollte gerade sagen, dann ist Gen 3 vorbei. Nein, ich brauche Jirachi noch. Und wusstet ihr, ich check nicht warum und wie das gehen kann, aber Ranger zählt als Gen 3 Spiel. Wie kann Ranger als Gen 3 Spiel gelten? Wenn Manaphy ist ja nicht ein Event, was da irgendwie reingemacht wird, sondern das ist tatsächlich auf der Cartridge drauf, das Manaphy. Ein eindeutiges Gen 4 Pokémon. Aber wenn man guckt in der Liste, dann gehört Ranger zu der Gen 3. Wie kann es sein? Geht das mit Pokémon Colosseum auch, diese RNG-Methode? Ja, so gut wie in jedem Pokémon-Spiel kannst du RNG-Manipulation machen. In Colosseum geht das auch. Keine Ahnung wie, ich glaube so anhand des Startbildschirms siehst du, je nachdem was für Pokémon da auftauchen und dann in welchem Frame oder sowas, kannst du das dann manipulieren und irgendwie sowas. Aber ja, geht auch. Kam vielleicht zu spät raus. Aber dann, wenn es zu spät kommt, dann hat es ja erst recht. Das ist ja erst recht Gen 4. Weiß auch nicht, wer das als Gen 3 Spiel festgelegt hat. Vor allem der Release kann ja nicht vor Gen 4 gewesen sein. Du kannst ja nicht Ranger rausbringen und dann... Oder war es tatsächlich, war der Release von Ranger tatsächlich vor Gen 4? Und die haben halt schon während der... Während der Entwicklung von Gen 4 Manaphy entwickelt und dann halt auf Ranger draufgetan. Dann war jeder, der so damals sofort Ranger gespielt hat, war so, what the fuck? Was ist das für ein Manaphy? Was ist das? Und dann kamen Diamant und Perle raus und so, oh mein Gott. Darauf kann ich das jetzt übertragen und sehen, was es ist. Kann schon sein. Aber dann wäre doch genau genommen Manaphy auch ein Gen 3 Pokémon.
Game Freak, Ordnung. Wo ist die Ordnung? Ach, du meinst die Entwicklung von Gen 4 zu lange dauert? Da, Ranger war ein halbes Jahr vorher ist das rausgekommen. Das heißt, die haben Manaphy schon veröffentlicht, bevor Gen 4 rauskam. Ich glaube, die Pokémon, die man in Ranger fängt, sind alle Gen 3 Pokémon. Nur Manaphy dann. Das war schon cool dann damals. Stell dir vor, du hast einfach Ranger, spielst es durch, dann kriegst du so ein Ei, hast keine Ahnung, was das ist. Wartest ein halbes Jahr. Aber steht da dann nicht, dass du es auf Diamant und Perle übertragen kannst? Wie kann es da dastehen, wenn die Spiele noch nicht mal draußen sind? So, die letzten vier. Believer, die zwei Believer. Marco wird stinkreich, wenn jetzt hier ein Shiny drin ist. Nope, nope, nope. Und Nummer 4096? Nope. 1, 2, 3, 4. Und somit sind wir bei der Hälfte der Odds. Kein Shiny Entei. Krass, dass wir bei der Hälfte sind. Ich hatte irgendwie, keine Ahnung, oder man fühlt es immer, man denkt sich, ja, die geht schnell. Das kriege ich, habe extra 4 Gamecubes geholt. Komm schon, komm schon. Komm, gib mir ein schönes Bild von Entei, ich will einen Screenshot machen. Krieg ich keinen Zoom auf Entei? Einen schöneren als rechts unten? Irgendwie einen, wo alle 4 gleichzeitig auf Entei sind? Kamirupt ist so groß. Gib mir ein schönes Bild auf Entei. Nein? Nein? Dieses Spiel ist so random. Ah. Jetzt hat sie Augen zu. Nochmal, einen Moment. Ich muss lächeln dabei. Komm, gib mir ein Bild, wo ein schönes Entei drin ist. Morlord. Geowatz, Entei, das ist nicht schön. Okay, wie hoch ist die Chance, dass wir in allen 4 gleichzeitig ein schönes Entei-Vollbild bekommen? So wie Morlord, sowas hätte ich gern. Da, das nehmen wir. Okay. 1 zu 4000... 8192. Okay. Dann muss ich jetzt einmal kurz umstecken. Früher gab es noch unterschiedliche Release-Daten, vielleicht hat es damit was zu tun. Du meinst von wegen Europa, Amerika, Japan, ja. Aber echt Mobile und Mamfaxo waren auch im dunklen Sturm, was Gen 3 ist. Krass. Du musst auflösen, ach du hast mitgemacht. Okay. Kommt wahrscheinlich vor 4096. Nein. Wie viele Punkte werden verteilt? Steht es nicht da? 540.000 Punkte werden jetzt aufgeteilt auf die Leute. Nee, 62.000 Punkte werden aufgeteilt auf die Neinsager. Ich meine, 14.000 plus? Wie viel hast du gesetzt? Du hast nur 2.000 Punkte bekommen? Ja, ich meine, du hast sau viel gesetzt auf die eindeutig sichere Antwort. Herbst hat 47.000 plus? 8.000 plus? 120.000 habe ich gesetzt? Ah, okay, 120.000 eben, hast 14 gekriegt, schau. Ist logisch. EMD, Rot-Blau haben auch Gen 4 geteased, vom Namen her. Hm.
Das war beim Anime ja genauso im Film, da war ja Manafi mit Maike und Co. Ah. Das heißt, die haben echt Manafi einfach geteased mit Ranger und mit dem Anime. Aber dass dann Manafi trotzdem Gen 4 ist, ist interessant, weil Victini ist Pokémon 0 in Gen 5 und solche Sachen. Da haben sie es auch gemacht. Weißt du, bei Gen 5 haben sie Victini an erster Stelle gestellt. Manafi hätten sie dann auch an erster Stelle in Gen 4 stellen können. Was schrecklich gewesen wäre, ich meine. Interesting. Da belieft man mal. Sorry, Hannes. Ich habe alles versucht. Verox will eine Fusion zwischen 15 und 124 sehen. Bitte, ich steck kurz um. Das war nix. Hä? Warum hat es nicht geklappt? 15, 1, 2, 4. 15, 1, 2, 4. Warum hat es mit bei Verox nicht geklappt? 15.124 ist doch richtig geschrieben alles. Verox, du kriegst die Punkte zurück. Keine Ahnung, was da falsch war. ...3224 sind wir. Wie schnell sind wir da? Wir waren da sehr schnell. Kommen wir da heute auf 4000? So viel. Zweimal Shiny Deoxys jetzt. Okay, hier stimmt auch, wann es sich fettet. Irgendwas stimmt schon wieder nicht. Einen Moment. Okay, keine Ahnung. Alles kaputt? Alles gut.
Ich habe gerade versucht zu erinnern, was war nochmal die Musik? Die war geil, die Musik. Oh, warte, ich habe noch nicht... jetzt noch den Auto-Shiny-Counter. Einen Moment. Wie habe ich das nochmal gemacht? Fuck. Ah ne, das da. Und das da. Wie war das, wenn... Ah ja, wenn ich Reset drücke, werden die 4 registriert. Das heißt, die 4 sind erst eingetragen, wenn ich Reset drücke. Genau, so habe ich es gemacht. Das heißt, es sollte jetzt... Yes, okay, es funktioniert. 3, 2, 2, 8. Let's go, Puma. Ich danke dir herzlichst. Dankeschön. Für 44 Monate Prime. Dank deines Pommel-Glitches habe ich jetzt auch ein Shiny Deoxys. Wie hast du das Deoxys dir geholt? So wie ich? Oder mit RNG? Oder hast du dich tatsächlich da vorgestellt? Wie funktioniert das eigentlich mit den 4 Bildschirmen? Du hast doch nur 2 DS-Systeme oder habe ich das falsch mitbekommen? Ja, aber ich bin auf der GameCube. Ich habe 4 Gamecubes. Das ist immer noch die Gamecube. Ich habe Entei, Colosseum, Gamecube. Und jede Gamecube hat einen Gameboy-Player drunter. Was auch nicht gerade günstig ist, aber nicht so schlimm, wie man denkt. Das Teure ist, die Gameboy-Player-CD zu haben. Aber da ich halt alle gemoddet sind, brauchte ich die nur einmal zum Glück. Nicht 4-mal. Ja, und da... In jeder Gamecube unten steckt jetzt Feuerrot, Feuerrot, Feuerrot und ein Blattgrün drin. Und die steuern tue ich sie mit dem Game Boy Advanced, ich vergesse mal den Namen. Ich kann es nicht rausziehen. Wenn es dich interessiert, dann sag Bescheid, dann kann ich dir da mehr dazu sagen. Aber ja, es sind 4 Gamecubes. Verox will jetzt nochmal eine Fusion 184169. Funktioniert es jetzt? Hey! Ist das nicht wundervoll? Azubat. Azubat oder X-Cyrill. Azubat. Azubat. Okay, das ist cool. Es ist ein kleiner Wonneproppen, der irgendwie gefährlich aussieht, ne? Wenn ich Rubin nochmal durchspiele, gibt's von Channel nochmal ein Jirachi Shiny Hand des Todes. Was heißt nochmal? Hast du schon mal gemacht? Fuck, Entei und dahinter Deoxys, ich will die ganze Zeit 4-mal drücken. Vielleicht sollte ich für Entei auch einen Auto-Shiny-Counter machen. Jetzt, wo ich immer sicher gehe, dass ich wirklich 4 fange, kann ich eigentlich sagen, hey, jedes Mal 4 mehr. Gestern fertig geworden? Ja, herzlichen Glückwunsch. Gib uns die Stats. Du hast Channel gemacht, nicht Wishmaker.
Nicht Kolosseum. Du bist auch bei Origin Dex Gen 3 dran. Nice. Ich war auf der Suche nach einem Deoxys mit gutem Wesen und ganz passablen DVs ohne RNG. Es war mein einziges Shiny in Gen 3, obwohl ich den Origin Dex auch mache. Aber ist klar, dass es dein einziges Shiny in Gen 3 ist, weil nach Deoxys hast du halt wenigstens gezielt gesucht, auch wenn es nur noch Wesen war. Aber cool, krass. Richtig Glück gehabt. Ich habe in Gen 3 einen Wompel gefunden, zufällig in Shiny. In Gen 4 hatte ich gar kein Glück. Da habe ich nichts zufällig gefunden. Was auch natürlich, ne, wäre krass, wenn. Aber bisher habe ich in jeder Gen, also in Gen 2 habe ich Ho-Oh zufällig gefunden. In Gen 3 habe ich Wompel zufällig gefunden. Ich weiß nicht, warum ich Wompel mehr betont habe als Ho-Oh. Und in Gen 4 kam dann nichts. So traurig. Titel, by the way. Shiny Deoxys. Danke. Und im Menü bleibt das Chiragi? Was meinst du? Du meinst, bei Channel kannst du unendlich viele Chiragis rüberschicken, weil in Channel bleibt es Chiragi. Genau. Ja, du musst halt nur jedes Mal ein neues Rubin oder... Das ist ja sowieso so ein Quatsch, warum Smaragd nicht geht. Dass sie da sich nicht den kleinen Aufwand gegeben haben, Channel für Smaragd zu machen, beziehungsweise Smaragd so zu machen, dass es auch mit Channel funktioniert. Nein, nur Rubin und Saphir. Gen 2 hast du Damhirplex und Raupi zufällig gefunden. Krass. Pascal, mein lieber Pascal. Ich wünschte, das wäre jetzt der Moment, wo ich sagen könnte, hey, Leute, ich habe Pascal angefasst. Und ihr seht hier Pascal mit seinem Tier 2. Vielen, vielen Dank. Vor allem Tier 2, 58 Monate. Vielen, vielen Dank. Aber Kotzeritis ist dazwischen gekommen und ich konnte Pascal nicht anfassen. Ich konnte wenigstens Happens einmal in den Arm nehmen. Ups. Aber nicht den Pascal. Darf ich dich fragen, warum du dich dazu entschieden hast, jetzt doch immer in der richtigen Kategorie zu streamen und nicht mehr immer in Kapu? Ich denke, dass ich warte jedes Mal darauf, dass jemand was sagt. Aber dadurch, dass niemals jemand was sagt, ist das schon die Antwort. Quasi so Leute wie Verox, die dann immer so... Du weißt schon, dass du in der falschen Kategorie streamst. Haben es geschafft, mit ihrem peniblen Gestichel dafür zu sorgen, dass ich es halt einfach mache. Weil dann kommen weniger Idioten, die ganze Zeit sagen, ey, du bist übrigens in der falschen Kategorie. Ich weiß. Das ist Absicht. Weil jedes Mal die Diskussion anfangen, warum. Also gehe ich dem aus dem Weg. Weil ich meinen Stream auch nicht mehr so handhabe, also... Früher, also ich habe angefangen zu streamen. So, ich habe mich immer als Streamer gesehen. Inzwischen sehe ich mich nicht als Streamer, sondern als YouTuber. Und ich stream halt die Sachen für YouTube, streame ich halt. Aber mein Main-Fokus liegt auf YouTube. Mir macht auch YouTube mehr Spaß. Deswegen ist mir eigentlich ziemlich egal, was hier passiert.
Deswegen versuche ich auch nicht irgendwie jetzt irgendwelchen Regeln zu folgen, irgendwas zu machen, dass ich hier mehr Leute finde, irgendwas hier groß connecten oder was nicht alles, sondern ich mache hier einfach mein Ding, was ich sowieso machen würde, nur ich mache es halt live. Weswegen ich auch oft so gemein bin, weil es mir einfach egal ist, wenn Leute mich nicht mögen. Und somit ist es mir auch egal, ob ich in der tatsächlich für mich hilfreicheren Kategorie streame, was Kamesin und Popo wäre. Aber ich habe eine schlechtere Zeit dadurch, weil dann nervige Menschen kommen und einem die ganze Zeit aufbinden wollen, dass man doch das Richtige machen soll. Also mache ich das einfach. Weil es mir egal ist. Die meisten haben dich auch über YouTube gefunden, oder? Es ist immer YouTube. Die Leute finde ich immer über YouTube. Die wenigsten... Also gibt's hier eine Person hier... Hallo, hallo? Pascal, verdammt. Happens, okay. Gibt's hier eine Person, von der wir es nicht schon wissen, die hier ist, weil ihr mich auf... weil ihr mich auf Twitch gefunden habt und nicht auf YouTube. Das rechte Glurak ist ein bisschen zu tief, oder? Ja. Welches bist du? Das. Du hast mich über Twitch gefunden. Okay, außer du. Ich kenne dich durch die Oxys Power Glitch. Ja. So gehört sich das. Bettenbaron auch über Power Glitch. Ich finde es so faszinierend, dass dieses Power Glitch Video so durch die Decke gegangen ist. Und jetzt ist Gen 4 Video gar nicht. Warum das Power Glitch Video? Warum? Halil, du bist ein, ich glaube, das ist ein Sodamak. Oder Vegimak. Ich glaube, es ist das Blaue. Nee, es ist das Grüne. Nee, es ist das Blaue. Das ist, glaube ich, Sodamak. Du würdest mir am selben Tag bei Twitch und YouTube vorgeschlagen, aber das erste Video von dir habe ich auf YouTube gesehen. Schau. Ich glaube, ich habe damals nach Streamern gesucht, die Arceus streamen. Gen 4 Video war halt auch zu kurz. Gen 5 wird so kurz hoffentlich. Was heißt hoffentlich? Ich mochte es, dass es... Also, ich habe kein Problem mehr damit, dass die Videos lang sind. Weil ich inzwischen weiß, dass der YouTube-Algorithmus lange Videos eher belohnt, solange sie gut sind. Aber der Aufwand ist halt logischerweise so viel mehr. 57 und 163. Was ist das? Nett. Nett. Ich meine, warum nicht? Wobei, wir haben hier die Antwort früher, warum nicht? Deswegen. Das macht man nicht, Kunert. Ein Hutki. Nee, wenn dann Razavki. Nee, Razav, Hutsaf. Razahut. Schwierig. Aber es sieht auch irgendwie... Es sieht eher aus wie ein Spoink oder Groink irgendwie. Links oben reagiert irgendwie langsamer. Warum? Als Deutsches, glaube ich. Ich glaube, 4000 schaffen wir nicht. Aber es wäre geil, wenn wir heute hier auch auf... Hallo, was ist hier los? Wenn wir hier auch auf 4096 kommen würden. Schnell, schnell, schnell.
Oh, es ist schon 20 vor 6. Ich muss heute kochen. Das schaffen wir nicht. 700 Resets. Was war nochmal die Zeit? Ich hab's vergessen. Wie lange brauchen wir hier für ein Reset? Hier war es, glaube ich, eine Minute für 4. Bei Ente ist es 4 Minuten für 4. Hier ist es eine Minute für 4. Also 700 Minuten. Nee. Was? 800. 200. 200. 200 Minuten. Das geht nicht. Ist das der GameCube-Player? Ja. 4 GameCube-Player an der GameCube. An den GameCubes. Großartige Erfindung. Für Shiny Hunter. Sonst benutzt es eigentlich keiner. Der ganze GameCube-Markt wird von Shiny Huntern einfach noch befüttert. Und dann gibt es Happens, der sich GameCubes schenken lässt. Machst du das? Kaufst du dir die Sachen, die ich dir gesagt habe, um deine GameCube jetzt... Also ich habe Happens eine GameCube mitgebracht, meine fünfte GameCube, die nicht so eine gute Auflösung hat. Und deswegen habe ich sie Happens mitgebracht. Dann habe ich ihm... Aber halt ohne Zubehör. Das heißt, er muss jetzt noch ein Netzteil kaufen und sowas. Und... Allein wegen Double Dash. Nice. Aber ich kann dir nur empfehlen, ich kann es dir dann erklären, rip dein Double Dash. Dann kannst du es mit der gemoddeten GameCube schneller starten und es läuft auch nicht flüssiger, aber die Ladebildschirme sind kürzer und so. Weil es einfach nicht von der CD gelesen wird, sondern von der SD. Du hast ja Double Dash. Kannst einfach reinlegen dann in die GameCube und rippen und hast es als ISO auf der GameCube drauf. Deine ISO, deine ROM, komplett legit, komplett legitim, darf man. Und dann läuft es aber schneller. Dann musst du nicht jedes... Und es ist auch noch leiser, die GameCube, weil die GameCube nicht die ganze Zeit die CD drehen muss. Pommelglitch, ich weiß nicht, ich habe das Pommelglitch-Video rausgebracht und bin dann nach Japan, 2 Wochen Urlaub. Und in Japan beobachte ich die ganze Zeit YouTube Studio und sehe einfach, wie dieses Pommelglitch-Video abgeht. Warum? Warum gab es so viele, die... Vor allem, es ist ja auch noch so speziell benannt, so... Deoxys heute noch fangen oder dann Pommelglitch. So, warum ist das so durch die Decke gegangen? Was heißt durch die Decke? Aber mehr als die meisten von mir Videos... Aber es ist ja noch nicht mal einfach, weil Glitch im Namen ist. Ja, aber bei so einem alten Spiel halt. Ich glaube halt auch, dass Smaragd um einiges beliebter ist als Platin, weil DNS-Glitch, das Video ging lang nicht so ab wie der Pommel-Glitch. Aber vor allem wahrscheinlich auch, weil viele haben Probleme mit dem DNS-Glitch, weil sie es halt einfach nicht hinkriegen, die IP-Adresse und dann einen Hotspot zu machen, haben sie ein iPhone, dann geht's nicht und so weiter. Und dann sind viele, glaube ich, so, ach, es geht nicht, fuck. Und das hat auch schlechte Auswirkungen auf ein Video vielleicht. Und der Pommel-Glitch war zwar auch schwierig und manche haben es nicht hingekriegt, aber der war halt wasserdicht. Wenn du das machst, funktioniert's. Vielleicht wegen Deoxys. Aber wegen Deoxys würde mich halt wundern, weil es ist halt ein spezielles Pokémon und der Pommelglitch kann halt so viel mehr. Ich glaube, es könnte daran liegen, dass viele seit Jahren den Pommelglitch halt kennen, aber sie kein gutes Tutorial gefunden haben. Zumindest kein deutsches. Und selbst die englischen Tutorials waren oft sehr schwierig zu verstehen, selbst wenn man Englisch kann. Und vielleicht waren sie dann so, ah, da ist eins, endlich auf Deutsch, das sieht professionell aus. Und dann haben viele also sofort draufgeklickt. Weil es halt immer so ein Begriff ist, der in der Pokémon-Community geschworen ist. Geschwirrt ist. Weil du kannst ja so viel mehr machen. Ein Video war sehr gut, es hat sich rumgesprochen.
Aber Gen 4 Origin Dex soll sich auch rumsprechen. Das ist halt, deswegen mache ich gern Tutorials, weil da hat man halt einen Grund. So, man sagt, hey, das ist etwas, was ich brauche, hier ist eine Erklärung dafür. Boom, kann man gut empfehlen, kann man gut weiterleiten, bam. Origin Dex ist am Ende nur in Anführungsstrichen Entertainment. Da sind zwar auch Infos drin, die, wenn man es nachmachen will, halt sich merken kann. Aber es ist nicht gemacht als Tutorial und es ist auch nicht betitelt als Tutorial. Bin gespannt, wie das Wundertausch-Video laufen wird. Weil der Titel ist halt eigentlich ziemlich... Man hat Bock drauf zu klicken. Wenn du liest, ich habe 150 Shinies in den Wundertausch gepackt, dann willst du da doch draufklicken. Problem ist nur, vielleicht schalten Leute sofort aus, wenn ich sage, ich habe 150 Go-Shinies in den Wundertausch gepackt. Ah, Go. Lame. Ah, das Video habe ich heute aufgenommen. Werde ich heute Morgen schneiden. Im Moment ist es 12 Minuten lang. Ich habe auch einen Short aufgenommen, wo ich ganz kurz sage, ich habe 150 Shinies in den Wundertausch gesteckt. Und dafür habe ich 13 Shinies zurückgekriegt. Die sind fake. Fuck. Ich wollte da nicht draufklicken. Es tut dir zu sehr weh. Doch, doch, doch. Du willst doch auch wissen, was passiert. Ich meine, du weißt es, aber du würdest auch wissen, was passiert. Soll ich bei jedes Mal, wenn so ein Shiny weggeschickt wird, soll ich da so ein Yeet-Sound machen? Yeet! Weg ist es. Weg ist es. Weg ist es. Leo, du bist mein liebster Pokémon-Streamer mit dem Namen Leo, der auf Deutsch streamt und in Irland wohnt und Happens als Mod und Rosa als Freundin hat und eine Brille im Bart trägt. Welcher Ü30 ist? Der da, wo Ü30 ist. Hallo Mauri. Zieh dein Spirit. Bei Gen 4 habe ich es auch nicht verstanden. Vielleicht sind die Leute satt von Sinnoh. Nee, mit jeder Gen, ich glaube nach Gen 3 ist wirklich so der Höhepunkt, glaube ich, von den Gens. Vor allem, was Retro anbelangt, so Nostalgie. Und Gen 4 kippt dann so in die neue Ära, glaube ich, rein. Sodass du nicht mehr die alten Leute kriegst. Und für die neuen Leute, für die jungen Leute ist es noch zu alt. Aber für die alten Leute ist es schon zu jung. Ich glaube, Gen 4 ist deswegen noch sehr beliebt und bekannt, aber da kippt es dann. Ich glaube, Gen 5 wird dann richtig schlecht. Gen 6, also es wird jetzt immer schlechter. Ich glaube, Gen 3 war der Höhepunkt der Reihe. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nach Gen 6 aufhören. Der Titel hat keinen Klickreiz. Ich habe 150 Shinies in den Wundertausch geschickt. Ich meine, wenn ich, der genau weiß, wie Wundertausch funktioniert und dass das keinen Unterschied macht, ob man Shinies in den Wundertausch schickt oder normale Pokémon in den Wundertausch schickt, weiß dann auch so, pff. Ist halt eigentlich ist es nichts Besonderes, ne? Weil man schickt halt immer, eigentlich könnte ich auch sagen, ich habe 150 Shinies gelöscht. Ehrlich, es ist das gleiche Video. Ich habe 150 Shinies gelöscht. Soll ich das Video so nennen? Moment. Ist es besser? Ich habe 150 Shinies freigelassen. Nee. Mal schauen. Ich habe mich auf den Pommeglitch gefreut, weil ich mir Seelentau holen wollte. Was ist das? So habe ich mir das Geld für den GBA-Cheat-Modul gespart. Mirage Island war auch super. Endlich die Litzibeere. Was ist Seelentau? Seelentau. Bam, 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 bam. Ich habe aber was auszusetzen. Du handelst mit einer Chance von 4 zu 8192. Ergo stimmt die Info unten links rechts nicht. Das ist falsch. Ich hante mit einer Chance von 1 zu 8192 viermal so schnell. Und viermal so schnell passt nicht in die Karte rein. Wir müssen noch ein Rating machen. Die besten Shiny Bots gerankt.
FreeShiny.net verliert. Starloss auf Level 50 im Superball. Dann würde Berichan auf jeden Fall gewinnen. Da kriegt man einen Shiny mit perfekten IVs, aber es ist noch in seiner Babyform auf Level 1 und man kann alles damit machen. Aber ich glaube, Berichan hat keine... keine Ribbons dran gemacht. Wo der andere Service hat Ribbons dran gemacht. Seelentau ist das Item für Latios und Latias. Ah. Apfelsaft auf Platz 1, weil es legit war. Mauri Racing, du bist ein Pupanze, Pupanze. Übrigens, Racing. In Köln habe ich ja bei einem Kumpel geschlafen und der hat, der ist krasser Autofan, Formel 1 und alles auch. Und der hat eine PlayStation 5, aber hat sich dann so ein Lenkrad geholt und auch mit Autositz und sowas davor. Und er ist da geraced und sowas, hat mir das gezeigt und ich finde es auch echt faszinierend und geil. Und dann habe ich das probiert. Alter, ist das schwer. Ein Simric, genau. Alter, ist das schwer. Ich dachte mir so, ach, wenn es ein Lenkrad ist, wenn es alles vibriert, wenn ich da schalten kann, wenn ich da eine richtige Bremse habe, dann wird es doch bestimmt einfacher. Nee. So schwer. Es war auch richtig Ego-Perspektive dann und man hatte vor sich, der hat einen 75 Zoll Fernseher und sowas. Sowas von versagt. Er wurde dann hibbelig immer und hat gesagt, kann ich wieder spielen? Das ist schrecklich, dir zuzusehen. Viele glauben, das ist easy. Man ist auch schnell mal verschwitzt. Ja, das ist richtig der... Wir haben dann so ein paar Trophäen geholt, weil ich extra da war. Und war halt eine Trophäe, auf 600 km/h zu kommen mit einem krassen Auto. Und ich habe ihm dann gezeigt, welches Auto er kaufen muss, weil ich nachgeguckt habe. Er hat gesagt, das kaufe ich nicht. Das ist ein Scheiß. Viele Autos werden ja in so. Es war Gran Turismo 6. Viele Autos werden ja erfunden, einfach, die nicht existieren. So ein kack erfundener Dodge, den kaufe ich doch nicht für 1 Million, nur damit ich die Trophäe kriege. Dann haben wir es halt mit dem schnellsten, was er hatte, gemacht. Und es war wirklich, du hast gesehen, er musste dieses Lenkrad, weil das ist 600 km/h auf so einer Steilschrägen dann und dann die ganze Zeit so im Kreis. Und es war richtig körperlich anstrengend, das Lenkrad gerade zu halten, um nicht vom Wind zerrissen zu werden. Voll faszinierend. Aber ich war so schlecht. Ich habe es nicht gerafft, einfach in der Kurve zu gehen und dann bremsen und dann die Kurve und dann habe ich zu früh gebremst und das ganze Auto hat sich weggedreht und sowas. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das in Wirklichkeit auch passieren würde, aber klar, das ist ja der Sinn von Simulation. Ich habe das Gefühl, wenn ich wirklich in einem Auto sitzen würde, würde ich es richtig machen. Aber, ne, das ist ja ein Schritt vor wirklich im Auto sitzen. Ich hatte bei einem Glurak Great Event am Ende einmal 10 Geheimgewürze bekommen. Irgendwie war das nicht legit, kann das sein? Wie kann sowas passieren? Ich meine, meine Switch ist komplett UFW. Das kann schon sein, dass du mal 10 Geheimgewürze bekommst. Bist du denn einem Online-Raid gejoint oder hast du einen eigenen Raid gemacht? Weißt du das noch? Außerdem war das ja der Glurak-Raid jetzt, letztens. Der hat ja sowieso gepushte Geheimgewürze. Der war online bei der Auswahl. 10 bei den Glurak-Raids sind nicht normal. Aber das war doch gepushte Wahrscheinlichkeit. Hast du Enter bekommen? Nein. Das würdest du spüren in deinem Hoden, sagt Lurky. Das weißt du doch. Glaubst du, ich würde hier so gechillt sitzen? Wenn ich... Enter gehabt, wenn ich weiß. Das. Die Party hörst du morgen noch. Jedes Gewürz hatte 3% Chance, also möglich ist es. Kann aber sein, dass es nicht 10 Slots gab. Bei Glurak. Ich weiß nicht, wie viele Geheimgewürze Slots Glurak hatte. Ich glaube auch, dass es schon geht. Bei normalen Raids kannst du ja auch 10 Geheimgewürze finden.
Aber klar, dann bist du halt einem gecheateten Raid beigetreten. Ich meinte, er hat nicht so viele Slots. Keine Ahnung. Aber wie kann das sein, Megumina? Das kann sein, da andere Leute haben gemoddete Switches. Und die können... was die machen ist... Es ist noch nicht mal so... Also ich, vielleicht geht's auch anders. Aber so wie ich es kenne, ist, dass du... Du hast quasi eine Software laufen auf deinem, auf deiner Switch. Und die Software startet die ganze Zeit Karmesin und Purpur neu. Und sieht dann, welche Raids angezeigt werden. Und sieht auch in den Raid rein. Also sieht das Glurak, sieht die Stats vom Glurak, sieht, welche Items das Glurak geben würde. Und du stellst dann quasi ein 10 Geheimgewürze. Und dann restartet er quasi die Raid so lange, bis ein Raid kommt, der tatsächlich 10 Geheimgewürze hat. Und dann stoppt das System. Das kannst du zum Beispiel die Nacht durchmachen. Und dann wachst du in der Früh auf, gehst zu deiner Switch und siehst, ah, er hat angehalten. Das heißt, der Raid, vor dem ich gerade stehe, der hat 10 Geheimgewürze. Und klar, das ist Cheaten. Das ist eine Software, die da drauf ist, auf einer Switch, die gemoddet ist. Aber der Raid, der da gefunden wird, ist natürlich legit, weil du kannst auch als Person selber die ganze Zeit die Raids ersetzen, neu machen, nachgucken, was da drin ist und dann quasi vor dem Raid speichern, wenn du weißt, da sind 10 Geheimgewürze drin. Jetzt ist die Frage, ob Glurak überhaupt 10 Geheimgewürze geben kann. Wenn ja, dann hast du vielleicht einfach Glück gehabt oder jemand hat das so gemacht, wie ich gerade gesagt habe. Und dann hostest du halt diesen Raid ohne Ende. Vielleicht ist es ein Streamer, der dann dafür Geld verlangt und du bist zufällig reingekommen. Wobei, dann würde er ein Passwort machen. Oder du kannst halt wirklich dich komplett reinhacken und du hackst ins Spiel, dass dieser Raid jetzt 10 Geheimgewürze geben soll. Genau, der Raid wird erstellt. Hallo Spike. Leo, ich bin verwirrt. Superman, was los? Warum? Frankie. So eine Vaterschaft kann das mit einem tun. So wie du Deoxys handelst, bekommst du doch ständig die gleichen Frames, oder? Hast du zumindest so in deinem Video erklärt. Und jetzt, pass auf, jetzt guckst du einmal genau hin, Superman. Einmal ganz kurz nur hingucken. Ich lasse es extra ein bisschen stehen. Okay, eins mache ich noch weiter. Was sehen wir hier? Was haben wir hier? Was ist das? Feuerrot, Blattgrün, Feuerrot, Feuerrot. Das, was du meinst, was ich im Video gesagt habe, ist, wie ich auch im Video gesagt habe, nur bei Smaragd so. In allen anderen Spielen ist das nicht so. Und wir spielen kein Smaragd. Du magst ja den Pokémon umgehackt. Ja, aber dieses Glurak, was du da gefangen hättest, wäre exakt das gleiche Glurak, wie du es gefangen hast. Ich weiß noch nicht, was passieren würde, wenn in Feuerrot und Blattgrün die Batterien ausgehen. Dann könnte es sein, dass die Frames die ganze Zeit die gleichen sind. Aber bisher sind die Batterien noch nicht leer. Hat Feuerrot und Blattgrün überhaupt Batterien? Moment mal. Doch, ne? Doch, doch, doch. Alle GBAs haben Batterien, ne? SDS hat damit aufgehört. Feuer und Blattgrün hat keine Batterie, echt nicht? Geil, dann haben wir erst recht kein Problem. Haben sie es hier schon geändert? Haben sie hier endlich auf
die neue Technologie geswappt, die es, glaube ich, schon ewig davor gab. Nicht viele Spiele haben Batterien. Es gibt sogar N64-Spiele mit Batterien. Ich glaube, Ocarina of Time hat eine Batterie. Nicht sicher. Irgendein Zelda-Spiel hat eine Batterie. Sollten Batterien haben, das Smaragd, der später kam und eine hat. Jedenfalls keine Knopfzelle. Soll ich jetzt eins rausholen und gucken, ob wir die Batterie sehen? Die sind ja durchsichtig. Hat keiner's aufgeschraubt? Wir glauben dir. Wenn ich rausziehe, dann muss ich auch Z drücken und ich kann nicht Z drücken, weil der GBA hat keine Z-Taste und so. Vielleicht hätten sie Smaragd komplett umprogrammieren müssen, damit es keine Batterie braucht. Und dann haben sie gesagt, ah shit, machen wir halt doch noch eine Batterie. Und Feuerrot und Blattgrün konnten sie von Anfang an vielleicht so machen, dass es keine braucht. Danger Zone. Bam, bam, bam. Neuer Patreon-Member, Philipp. Philipp, bist du noch da? Warum kam dafür kein Alert? Warum ist alles kaputt? Am Montag fangen wir an mit Schwarz. Wir gucken uns einmal davor den Spielstand an, der drauf ist, aber ich habe ihn schon angeschaut, da ist nichts Besonderes drauf gewesen. Ich glaube, er war durchgespielt. Pokéfusion hat eine Maximalanzahl, das ist neu, oder? Nee, das war schon immer. Du hast es halt noch nie so oft gemacht in einem Stream. Wo ist es? Pokéfusion hat 3, maximale Anzahl von 3 pro Person im Stream. Aber wir können schauen, was das hier ist. Bormi. Nee. Bormi. Nee. Kapufala. Nee, ist zu klein. Castadur. Castadur. Bormi. Gelatini. Gelatini. Der Kleine von Despotar. Meinst du Pupita oder Labita? Pina Colada. Hey, Twitnik. Jetzt, wo wir bei 4096 bei Entei sind, muss ich da doch eine Pause einlegen, oder? So eine 3-Jahres-Pause. Bevor der Frust zu stark wird. Hier kann der Frust nicht so stark werden, weil es hier hat man halt das Gefühl, es geht so sackenschnell. Und es geht auch sackenschnell. Und ich will mal Naffi machen in einer Woche. Ah. Oh. Das kann immer sein, dass nach einer Stunde ist es einfach soweit. Gott, gehe ich dann in die Geschichte ein? Was ist die kürzeste Manaffi-Shiny-Hand ever? Aber auch eine Arceus-Pause bis Dienstag. Bald ist Sommerfest, oder? Also hier Gamer-Summerfest oder so. Gibt's wieder Trailer. Also wird dann Gen 5 für den Egmont pausiert?
Nee, ich kann ja nicht nur Manaphy-Eier suchen. Das wird ja schrecklich. Keine Ahnung, wir machen Gen 5 und dann jeden Tag noch eine Stunde Manaphy-Eier, was... Upsa. Was, naja, 8 Manaphys sind. Weil ein Reset dauert eine halbe Stunde oder so, wenn ich schlecht mache, und ich werde schlecht machen. Was ist das Gamer Festival? Was? Es gibt jedes Jahr so Game Festivals. So wie E3 gibt's aber nicht mehr. Dafür gibt's jetzt Game Awards, aber die sind schon vorbei. Und dafür gibt's das Summerfest zum Beispiel. 7. Juni. Okay, dauert noch. Nach Manaphy dann Jirachi von Channel als Shiny? Natürlich. Aber es klingt immer so, als, naja, danach machen wir dann das. Ja. Da sind halt Äonen dazwischen. Sind das Offline-Events? Was? Bei Jirachi, wie lange dauert da ein Reset? Achso, wenn du ihn komplett legit machst, was keiner macht, dann dauert der so 10 Stunden, ja, weil du jedes Mal das Spiel durchspielen musst. Also musst Rubin oder Saphir von Anfang an spielen, bis du Champ bist, und dann kannst du Jirachi empfangen. Und um neues Jirachi empfangen zu können, musst du wieder das Spiel neu starten und wieder bis zum Champ spielen. Aber zum Glück gibt es Safe Corruption und du kannst so tun, als hättest du Jirachi nie bekommen. Und deswegen musst du natürlich nicht 10 Stunden das Spiel erstmal wieder durchspielen. Sondern dann sind's, keine Ahnung, wie lang es dann dauert, du musst kurz den Safe korruptieren. Keine Ahnung, es sind, ich glaube, nicht mal 5 Minuten. 3 Minuten, 4 Minuten. Hallo Marv. Könnte auch den Save vor Jirachi einspielen. Ich glaube nicht, dass es schneller geht. Vor allem, du bist ja, also, wie würdest du ihn denn einspielen? Zum Beispiel mit dem GB Operator. Dann müsstest du ihn aus dem DS rausnehmen oder aus dem GBA rausnehmen, in den GB-Operator reintun, Safe runterladen oder beziehungsweise Safe drauf tun, damit das Jirachi wieder weg ist. Dann wieder in den DS reintun, Spiel starten, verknüpfen mit Channel. In der gleichen Zeit, glaube ich, hast du einfach deinen Safe korruptiert und hast neu gestartet. Mit Checkpoint Safe File laden dauert keine Minute. Wir reden von Gen 3, wir sind nicht auf dem DS, wir sind auf diesem Ding hier. Wo ist hier Checkpoint? Sag es mir, wo finde ich Checkpoint? Wo? Wo ist Checkpoint? Hier hinten drin vielleicht Checkpoint? Gibt's eigentlich so ein stickes, sickes Shiny Artwork von jedem Pokémon mittlerweile? Das sind doch TCG Artworks, oder? Ja. Ich nehme da immer so TCG. Die meisten Pokémon gibt es auch als TCG inzwischen in Shiny, aber nicht unbedingt alle. Und manche haben echt hässliche Designs. Manche sind ja wirklich einfach so PNG. Aber die coolen Videoxys und Entei haben halt schöne Shiny Karten. Ja, da nehme ich die her. Das Deoxys-Bild da unten. Das Entei-Bild ist vor allem echt cool. Aber es gibt leider keine offiziellen Shiny Artworks von Pokémon. Das ist schade. Ich meine, klar, es gibt die Home-Renders, also in Pokémon Home gibt es ja jedes Pokémon als Shiny. Sogar die, die nicht existieren, also wie Koraidon oder sowas.
Aber die sind halt jetzt nicht so ästhetisch, ne? Es ist einfach so ein relativ unbeeindruckendes 3D-Modell von dem Pokémon. Die schönen Artworks sind ja die von Sugimori. Und die wurden nie in Shiny gezeichnet. Irgendein Fan müsste sich die krasse Arbeit machen und alle Sugimori-Artworks mal in Shiny umfärben. Was schwer ist, weil wie definierst du welche Farbe? Weil es sieht ja dann da nochmal ein bisschen anders aus und sowas. Das ist ja ein eigener Stil, das Sugimori-Art-Stil und so. Deswegen nehme ich die Karten. Du kannst unendlich viele... Allgemein, ne? Mit Modding kannst du alles machen. Natürlich, du hast eine Ranger-Cartridge. Und, also die Ranger-Cartridge funktioniert ja nur so. Da ist immer Manaphy-Ei drauf. Und dann spielst du das Spiel durch. Und dann hast du Zugriff auf dieses Manaphy-Ei. Wenn du das dann hast und runterholst von dem Ding, dann wird auf der Cartridge gespeichert, dass es weg ist. Die Cartridge löscht sich ja nicht von alleine. Das ist ja nicht hier bei Mission Impossible, wo sich auf einmal dann die Cartridge so löscht. Also das Manaphy löscht sich ja nicht runter. Es wird nur auf der Cartridge eingespeichert, dass das Manaphy-Ei weg ist. Wenn du aber dann eben mit Drittsoftware, mit einem gemoddeten DS, den Speicherstand von dem Ranger wirklich komplett löscht, dann ist dieses Manaphy-Ei wieder drauf. Weil es ist halt, es wird nicht gelöscht vom Spiel, sondern es wird nur gesagt, da ist keins mehr drauf. Aber wenn du diese Information löscht, ist wieder eins drauf. Deswegen natürlich. Ist wieder das Mew im Pokéball Plus? Ja, genau, wahrscheinlich, ja. Genau, ist halt die Frage, ob du das als legit ansehen möchtest. Ich meine... Ich spiele hier gerade 4 Speicherstände gleichzeitig, wo ich vor Deoxys stehe. Davon habe ich nur einen selber gespielt und die anderen multipliziert, weil ich keinen Bock habe, das Spiel 4-mal durchzuspielen. Ich will einfach nur Deoxys Shiny hunten. Mit der gleichen Logik kannst du auch an Manaphy rangehen und sagen, ich will nicht 4 Ranger-Spiele kaufen. Ich will eins kaufen und es mir vervierfachen. Aber bei Manaphy finde ich, ist es halt was anderes. Weil bei Manaphy ist es halt der Witz. Manaphy gilt als das seltenste Shiny ever, weil du halt diese Ranger-Cartridge brauchst, wo Manaphy runtergelöscht wird. Und weil das eben der Witz ist, will ich das auch nicht machen wollen. Deswegen habe ich auch 4 Rangers mir geholt, durchgespielt, roch. Weil es ist ja irgendwie Teil davon. Aber wie immer, jeder wie er mag. Achso, du meinst, dass man den Ranger-Spielstand irgendwie so mit Safe-Korruptieren modifizieren kann, ohne Drittsoftware? Das kann sein. Aber bestimmt dann nur in dem Moment, wo du das Manaphy-Ei abholst. Wenn es weg ist, ist es, glaube ich, weg. Dann musst du wirklich Drittsoftware benutzen. Drei, fünf, zwei, null. Hi, I sold my mom for EP. Hi. Ich liebe den Namen immer noch.
hört sich das Spiel eigentlich an? I sold my mom. Dankeschön für dein Prime. Vielen, vielen Dank. So krass, wie das deutsche Spiel so viel anders läuft. Wie ist das hier eigentlich? Ist das 24 und 25 Frames? Ein Frame kann nicht so einen Unterschied machen. Ist es eher 24 und 30 Frames? Das kann aber nicht sein. NTSC ist 25. Aber ein Frame kann nicht so einen Unterschied machen. Vor allem läuft's schneller als die anderen. Soll es nicht langsamer laufen? Ich weiß das nicht. Das kommt von alleine. Leider sind hier die Resets so kurz, dass ich nicht das die ganze Zeit machen kann. Dieser Floor. Dieser Knosp. Dieser Knosp. Dieser Knosp. 4K schaffen wir nicht, nee. Dieser Knosp. Oh. Das ist ein Hariyama. Hariyama aka Dieser Knosp hat Bock. Hallo Anne Corazon. Ich muss, wenn ich richtig dial in, dann schaffen wir die 4000. Und dann darf ich keinen Klickfehler machen, kein, schon schlecht gelaufen. Yellow Flash, dankeschön für 6 Monate. Yellow Flash. Ich glaube, 6 Monate ist Hyperball. Was ist jetzt Hyperball? Was wirst du heute kochen? Butter Chicken. Ich habe heute früh schon das Fleisch eingelegt. In, wie heißt das? Garam Masala? Nee. Garam Masala? Doch. Wie heißt das Puder? Das Gewürz Garam Masala. Und den Quark. Dann kommt das einfach in eine Auflaufform. Also Chicken. Chicken in Quark mit ganz vielen Gewürzen, hauptsächlich Garam Masala und Zitrone und Knoblauch und vor allem sehr viel Ingwer. Der Ingwer ist das, was es dann so krass scharf macht. Und dann macht man es in der Auflaufform. 200 Grad, 20 Minuten, 25 Minuten einfach dann backen in der Auflaufform und dann fusioniert es mit diesem ganzen Quark und wird zu so einem richtig krass saftigen, indisch schmeckendem Chicken einfach. Und dann bratest du... Oh, ich habe keine Zwiebeln. Dann bratest du Zwiebeln an mit Butter und ja, und dann tust du da Tomaten, halt eine Konservendose Tomaten drauf, kochst das Ganze, lässt es köcheln, tust Sahne drauf, tust da auch Ingwer rein, Knoblauch, auch Gewürze, dann hast du einfach so eine Tomatensoße. Du
muss sehr viel Butter in die Tomatensoße, hence Butter Chicken. Was heißt viel? Da steht 2 Tablespoon Butter. Ich frage mich immer noch, wie man Butter mit einem Tablespoon messen soll. Naja. Und dann holst du das aus dem Ofen. Das ist eigentlich echt einfach. Man muss halt nur die Gewürze haben. Wenn man die Gewürze nicht hat, kann man das nicht machen. Weil dann schmeckt es halt einfach nicht so, wie es schmecken soll. Dieses Garam Masala sorgt halt dafür, dass es wirklich einfach so nach einem indischen Gericht schmeckt. Und dann tust du das Ganze zusammen. Und dann hast du so eine fette Bowl mit geilem, saftigen Chicken, was nach diesem Garam Masala schmeckt. Und eine Tomatensoße, die cremig ist durch die Sahne. Und dann machst du dazu noch Reis. Und dann hast du ein Butter Chicken. Dann dazu noch ein Eimer Pommes. Einen guten Fleischsalat. Chicken Tikka Masala? Nee, das war Butter Chicken. Chicken Tikka Masala kann man auch machen. Weiß ich nicht, ob das leichter oder schwerer ist. Das hört sich lecker an. Es ist tatsächlich das Leckerste, was ich kochen kann. Jedes Mal esse ich das dann und es hat so eine Schärfe, die aber geil ist. Es ist scharf, es ist so wirklich so ho 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 ho, aber es ist scharf wegen dem Ingwer. Weil der Ingwer ist in dieses Fleisch so krass reingegangen und kocht natürlich auch in der Tomatensauce und sowas und dann hast du halt wirklich so krass. Und Ingwer ist ja wirklich scharf. Aber es ist halt diese geile Schärfe. Es ist eher so eine Wasabi-Schärfe, so eine Meerrettich-Schärfe, als so eine dumme Pfefferschärfe. Inzwischen finde ich Butter Chicken besser. Ich will mal Spinat, also Palak bzw. Gosht probieren, wie das geht. Ich kann mir vorstellen, Spinat ist schwer zu machen, dass das gut schmeckt. Wir haben einfach einen neuen Arbeitskollegen, der heißt Ingwer. Nice. Ingwer. Leos Kochstudio. Das ist nicht besonders zuzugucken. Du hast wirklich einfach nur, das ist ja das Langweilige. Heute früh habe ich einfach eine Bowl gemacht, habe da Chicken reingetan. Hühner, was waren das? Einfach Hühnerbrüste. Also 8 Hühnerbrüste, die zerstückelst du, tust sie da rein, schüttest Gewürze rein, tust sie in den Kühlschrank, fertig. Nicht besonders, nicht cool zum Anschauen. Und jetzt nach dem Stream werde ich einfach Zwiebeln anbraten, Tomaten draufschütten, köcheln lassen, warten, das aus dem Ofen rausholen, das was ich heute früh quasi angemischt habe, da draufschütten, fertig. Das ist ja das Geile. Das Anstrengende ist, dass der Reis eine halbe Stunde braucht. Ja, Spinat ist krass, ne? Du kochst Spinat und dann hast du so eine kleine Pfütze an Spinat. Immer ohne Blub. Ich verstehe nicht, warum Leute Spinat mit Blub mögen. Immer Blätter. Spinatblätter ist das Geilste. Wir brauchen keinen Verona-Feldbusch-Blub. Der mit dem Blub. Das ist dann Rahmspinat, ne? Aber wir sagen der mit dem Blub. Was zum Teufel ist Spinat mit Blub? Da sieht man, du bist zu jung. Kennst du nicht mehr Verona Pot? Beziehungsweise damals hieß sie Verona Feldbusch. Ich weiß, es schmeckt zu cremig. Spinat muss nach Spinat schmecken. Milf. Keine Ahnung, ich hab 118800, ja, 11880, 11 die Fußballmannschaft, 88 meine Oma, 0, 0 Ahnung. Verona Pot. Verona Pot war so die, keine Ahnung, die Paris Hilton von Deutschland? Oder? Keine Ahnung. Was? Moderatorin? It Girl? Und die hat für Spinat geworben. Jede Werbung war einfach, jeder Werbeblock, mindestens einmal Spinatwerbung. Und es war halt Verena, die für Spinat Werbung gemacht hat. Und es war immer der Spinat mit dem Blub. Es war halt Rahmspinat.
Weil der hat dann, wenn der köchelt, ist das halt so eine Soße, weil es Rahmspinat ist und dann macht der Blub. Das kennst du nicht. Spinat mit dem Blub. Komm, ihr anderen, ihr kennt es alle noch, ne? Der Spinat mit dem Blub. Von Iglo, ja, natürlich. Der ist immer noch so. Ja, das ist auch gut. Das ist auch ein gutes Ding, weil das ist sofort das nachvollziehbar. Verona heißt die, habe ich doch gesagt. Die Verona Feldbusch, beziehungsweise dann hat sie geheiratet. Jemand, der hieß dann Pot. Und der hieß irgendwie, wie hieß der? Jimmy Blue Pot? Nein. Klar ist sie richtig schlau. Paris Hilton ist auch richtig schlau. Franjo, genau, Franjo. Mein Franjo. Das ist die Ex von Dieter Bohlen. Nein, die Ex von Dieter Bohlen ist Nadja Abdel-Farag. Die Nadel, die ihre Brüste hat wiegen lassen im Fernsehen. Von einer japanischen, so einer Bazinga hieß die Show, glaube ich. Nee, Banzai. Gab es so eine Show Banzai und auf einmal stand da Nadja Abdel-Farag und hat ihre Brust so mit so einem Haken, mit so einem Seilsystem wiegen lassen. Wusstet ihr, anscheinend, das habe ich nur im Radio in Deutschland gehört oder irgendwo? Radio, wo habe ich da Radio gehört? Irgendwo war das. Doch, im Radio auf dem Weg zum Flughafen. Da hat irgendein Radiosender eine Umfrage gemacht. Mit welchem Promi würden sie am liebsten mal schlafen? Und die meisten haben Dieter Bohlen gesagt. Was ist los mit den Leuten? Warum willst du mit Dracula schlafen? Der ist 70 oder sowas. Ist der nicht 70? Der ist 70 und ja. Es gibt so viel mehr zur Auswahl als Dieter Bohlen. Oh, Franjo, mein Franjo. Sachen, die in Deutschland nicht geben will. Dieses Banzai war aber deutsch. Das war keine japanische Show. Also es war eine Show in Deutschland, die aber auf die war halt auf Japanisch getrimmt. Aber das war eine deutsche Show. Wer wäre es bei dir? Deutsche Promis, glaube ich, war es schon so. Weil sonst immer Kate Beckinsale. Kate Beckinsale ist eine Göttin. Underworld. Klick. Kate Beckinsale. Aber Deutsche, weiß ich nicht. Ich überlege. Ich habe das von Bohlen abgeguckt. Ich habe nie das irgendwie geguckt, was der gemacht hat. Palina? Nee. Ja, aber Underworld ist schon ein paar Jahre her. Das ist schon klar. Aber geh mal auf Kate Beckinsale TikTok. Die ist genauso wie vor 20 Jahren in Underworld. Das ist krank. Die ist letztens viral gegangen, weil die ist halt so krass fit. Kate Beckinsale kann einfach ihr Bein hochwinkeln an ihren Körper dran. Wie so ein Schlangenmensch. Kann quasi einen Spagat machen, aber noch weiter, sodass ihre Beine an den Ohren dran sind. Gummifrau. Ich suche es euch raus, keine Angst. Dieses Bild würde ich euch nicht ersparen. Ich glaube, das war bei Jimmy Fallon, wo sie das gezeigt hat. Ich hatte das davor schon mal gesehen, aber ich glaube... Nein. Doch, da ist es. Ich hab's.
look gorgeous. Welcome back to the show. That is beautiful. I heard there was going to be lobster. I mean, that is just awesome. Thank you for coming back to the show. Thanks for having me. I had a great time with you last time. Which, if I have, I've kept it awfully quiet for decades. And she's funny. I don't know if you bring the leg around for Instagram posts. I've got it on now, obviously, just to get likes. But I want to show everyone this video because it is kind of, here's Kate stretching. And Kate stretching. Take a look at this. This is. Ah! Yeah, like a normal leg would have stopped like a little bit back. But the what? Warte jetzt, then das he does this trick. No, my gosh! Kate, I don't know. That's like something you do to like a. Ich glaube, die ist auch 50 inzwischen. Ist das nicht krass? Im kompletten positiven Sinne. Barbie doll or something, I don't know what. But are you... Naja. Kate Beckinsale. Deutsch? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht wen. Oh, ich habe jemand Deutsches, die ist aber quasi nicht deutsch. Die Frau aus Deadpool. Aber die ist Deutsche. Die eine, die ist auch in Atlanta. Die ist auch in... Die ist echt abgegangen. Die hat in Deadpool gespielt, aber nicht die Frau von Deadpool. Die ist nicht Deutsche. Die mit so einer... Die, ich glaube, die hat ein weißes... Also in dem Film hat sie ein weißes Teil auf dem Auge. Weißes Symbol. Weißes... Ja, sagt man. Leberfleck. Jeanette Biedermann habe ich komplett vergessen, dass die existiert. Oh mein Gott, stimmt. Die quasi als in Deadpool 2 sagen sie so, oh, wir suchen jetzt einen Squad, um da das zu schaffen. Und dann ist ja auch irgendwie Brad Pitt und sowas und Terry Crews. Und dann kommt sie, die quasi extrem viel Glück hat. Die extrem viel Glück hat. Das ist eine Deutsche. Die. Sassy Beats, heißt die so? Aber die zählt nicht als deutscher Promi. Zählt nicht. Definitiv nicht Dieter Bohlen, aber. Deutsch-Amerikanerin. Hier war aber noch was Krasses. Weiß nicht. Jetzt haben wir 6:30. Ich frage Rosa, wann sie kommt. Wollt ihr ein süßes Bild von... von mir sehen? Aber das Geile ist noch, warte. It's right behind me, isn't it? Die dumme Kuh ist dein Essen. Nein, das Essen benutzt dich als... Hallo Juina, dankeschön für deinen Sub. Der allererste, dankeschön. Wo ist die Schlange? Da drunter. Die ist so gefräßig, die kriegt nur alle 10 Tage was zu essen, aber die will die ganze Zeit. Und sie wird größer und dicker und gefährlicher und ihr könnt euch alle mit einem Wirk umwürgen. Passt nur auf. Wenn ihr es euch mit mir verspasst, dann komme ich mit meiner Schlange.
Habe ich ein süßes Bild von der Schlange gerade? Rosa hat doch, glaube ich, eins geschickt letztens. Nein. No. Ich habe ein Video, wie ich Honig auf den Baum schmiere. Taya lässt sich einfach von ihrem Essen besteigen. Dann hat sie versucht, sie zu kriegen und hat sich so die ganze Zeit umgedreht und sich selber abgeleckt. Ist nicht hingekommen. Im Moment ist sie in ihrem Terrarium mit, ich glaube, 5 Locus. Gibt es eigentlich eine Übersetzung für Locus? Es gibt Heuschrecke. Aber das ist keine Heuschrecke. Es gibt Grashüpfer. Aber das ist erst recht kein Grashüpfer. Heuschrecke. Grasshopper. Grasshopper ist Grashüpfer. Locus ist Heuschrecke wahrscheinlich. Heuschrecke. Ist schon sehr literal wieder, wie die deutschen Namen vergeben. Die Heuschrecke. Das ist der Schreck für den Heu. Imagine, in allen 4 Slots taucht Shiny Doxus auf. Irgendjemand hat es hier mal für uns ausgerechnet. Es wäre irgendwie 1 zu 4 Milliarden oder so, dass das passiert. Also keine Angst, passiert nicht. Ich verfolge dich schon seit eine Zeit lang auf YouTube, habe dich jetzt auf Twitch gefunden. Du hast mich dazu angeregt, ebenfalls den Origin Dex zu machen. Danke, dass du Origin schreibst. Und ich habe unglaublich viel Spaß dabei. Nice, Yuina, vielen Dank. Freut mich. Ich hätte nie gedacht, dass das Leute inspiriert, das auch zu machen. Weil für mich war das so ein, was heißt nicht offensichtlich, aber keine Ahnung, es ist halt ein so ein Ding, den Pokédex voll zu machen. Aber ich glaube, dem ganzen Ding einen Namen zu geben und mehr oder weniger strikte Regeln zu geben, sorgt für nochmal mehr so einen Anreiz, es zu machen. Hallo Kira. Heimchen gibt's auch noch, aber Heimchen sind nicht Heuschrecken, Heimchen sind Grillen. Ja, die kann man auch verfüttern, aber da ist das Problem, die machen halt Geräusche. Und selbst wenn du welche kaufst, wo draufsteht, dass die weggezüchtet sind, also das Geräusch ist weggezüchtet, das sind dann Silent-Heimchen. Die wachsen dann und auf einmal machen sie dann wieder einen Sound. Also du kriegst das Fiep, 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 kriegst nicht raus. Deswegen sind Locus sehr angenehm. Du hast keine Ahnung, was denn Origindex 1 Video in mir ausgelöst hat. Oh mein Gott. Did I rock your world? Heimchen haben sehr wenige Nährstoffe. Und sie sind laut. Wo ist denn das geile T-Shirt von dir hin mit Gengar und den Noten zu Lavandia? War das eigentlich ein T-Shirt von dir? Ja, das habe ich gemacht. Das war mein allererstes T-Shirt, mein allererstes Merch. Ich habe das auch mal wieder hochgeladen auf hier Spreadshirt, da wo ich bin. Aber die sperren das. Ich habe es zwar komplett selber gemacht, also der Geist ist auch von mir selber gezeichnet. Also halt Pixel gesetzt. Und auch die Noten dahinter und sowas. Aber Spreadshirt sagt da Copyright-Verstoß und veröffentlicht es nicht. Den Zeitpunkt hast du verpasst, ja, um so 5 Jahre ungefähr, ist 5 Jahre her, dass ich das verkauft habe. Spreadshirt sagt nein. Bin aktuell am nationalen Dex in Oras dran, ist auch schon eine kleine Challenge für mich. Klar, Oras hat alle Pokémon bis dahin, die es gab, ne? Also Gen 6. Was sind das? 600 Pokémon? Ich dachte, du hättest es letztes Jahr gesehen. Nö. Das kann nicht sein. Vielleicht ist es auf Get-Shirts. Hast du mal geguckt? Ich weiß nicht, wie man da drauf kommt.
Get Shirts, Leo's Mind. Kann man das einfach so finden? Minds by Leo's Mind. Hier ist es. Da ist es. Was weiß ich denn, dass ich das habe? Da kann man es anscheinend noch kaufen. Mons gibt's in Oras. Nicht schlecht. Schaben. Gott, mir fallen die Heuschrecken schon so schwer. Ich finde die so widerlich. Nichts ist so widerlich wie Spinnen, aber Heuschrecken sind auch... Oh. Rosa nimmt die einfach in die Hand und verfüttert die dann. Ich muss sie mit der Pinzette... Oh. Danke für den Link, danke fürs Auschecken. Ich drücke mich gerade für etwas vor Pokémon Blau. Warum? Alles Schwere hast du doch in einem Spiel geschafft, oder? Was musst du in Blau machen? Gibt es ja da alle Möglichkeit für Jirachi, um es in Rubin zu bekommen? Irgendein Glitch? Ja, Pommel-Glitch. Aber das ist quasi Cheaten. Also du kannst halt mit dem Pommel-Glitch ein Ei erschaffen, aus dem Jirachi schlüpft. Oliver. Hoffe, es hat gemundet. So früh Abendessen. Ich werde jetzt erst gleich anfangen zu kochen. Was sagt sie? Bin gerade beim... Ach, sie ist gleich da. Rosa ist gleich da. 3, 6, 8, 8. Wir gehen auf 3, 7. 3, 7 machen wir noch. Die abendlichen Walker-Checks. Ich war eben letztens in Berlin in so einem Retroladen und da lagen 4 Walker rum. Ich hab ja noch nie einen Walker gehabt, noch nie Walker gespielt oder sowas. Da lagen 4 Walker rum. Ich war schon so, soll ich mir mal einen gönnen und auch anfangen, so wie Oliver, so krass Real-Life-Shinies hunten und so. Habe ich es dann doch nicht gemacht. Zu viele andere Projekte. Man kann es ja immer noch machen. Bei Katetsu. Kann man aber nicht nach Home übertragen. Die Walker-Pokémon. Das kann gut sein. Guten Appetit. Also Yuina Jirachi kriegt man in Gen 3, glaube ich, wirklich nur durch Home und das GameCube Colosseum Jirachi. Aber das ist dann wahrscheinlich auch raus, wenn du das aus Channel nicht magst. Home, was? Nee, Channel. Channel und Colosseum. Da sind beide für dich raus. Die einzige Möglichkeit wäre, wenn du den Pommel-Glitch machst und dann dort gibt's ein Jirachi-Code quasi mit dem Pommel-Glitch, den du eingeben kannst, damit ein Jirachi aus dem Ei schlüpft. Aber ob du das ansiehst als legit, ist dir überlassen, das weiß ich nicht. Beim nächsten Mal nimm auf jeden Fall einen mit. Da lagen 4 rum, ich dachte mir halt, komm. Eigentlich sollst du einen nehmen. Moment, da 3700. Wenn ich jetzt resette, sind es 3704. Okay. Wir sind heute von, glaube ich, 3300 auf 3700 bei Deoxys. Und in Entei haben wir 96 Resets gemacht und sind jetzt bei Entei bei 4096. Was bedeutet, wir sind bei der Hälfte, das ist schwer zu sagen, bei der Hälfte der Odds. Halfway through the Odds. Uff. Ich hatte das mal versucht mit dem Jirachi und mein Bank. Achso, du hattest es doch mal gemacht. Echt, und Bank hat zu dem Jirachi gesagt, nö. Es kann sein, dass dann wirklich nur das Channel oder Wishmaker Jirachi funktioniert in Bank. Das kann sein.
Ich meine, genau genommen existieren auch nur die, glaube ich. Und ich glaube, das, was Blissey, I am Blissey, hier so fanmäßig ins Spiel quasi reingehackt hat, was man sich auch holen kann, das ist, glaube ich, das Wishmaker Jirachi. Das heißt, wenn du es quasi dir mit dem Pommel Glitch holst aus dem Ei, dann ist es ein Standard-Jirachi, was einfach aus dem Ei kommt. Herkunft Ei wahrscheinlich und dann sagt Bank schon nö. Somit auf deine Frage, wahrscheinlich nein. Man kriegt sonst kein Jirachi. Ich glaube, für mich wäre dann doch das gecheatete Jirachi bedeutsamer. Channel Jirachi bedeutsamer. Also das Teure an Channel Jirachi ist wirklich eigentlich nur die GameCube. Es kommt darauf an, was deine Range ist an Geld, was du ausgeben wollen würdest. Die GameCube muss nicht teuer sein, aber trotzdem addiert es halt dann alles. Ne? Channel kannst du für 40 Euro kriegen, eine GameCube kannst du für 50 Euro kriegen, wenn du Glück hast. Wenn sie halt sehr kacke aussieht und sowas, aber noch funktioniert. Oder wenn zum Beispiel der Laser kaputt ist, kauf sie trotzdem, weil den Laser kann man super einfach an der Unterseite der GameCube, also muss man aufschrauben und sowas. Aber einen Laser an der GameCube kann man relativ einfach reparieren. Und dann brauchst du halt noch einen Controller, ein Netzteil. Dann musst du gucken, dass die GameCube an deinem Fernseher auch funktioniert. Vielleicht einen Adapter brauchst du dann, dass du es überhaupt anschauen kannst. Und dann bist du halt schon nur für einen Jirachi, bist du dann locker bei 100 Euro, ne? Ich würde sagen 100 Euro mindestens, wenn du Glück hast und alles schön günstig bekommst. Nur für einen Jirachi wahrscheinlich. Ja, das ist gemein. Okay. Das war's aber für mich heute. Ich muss jetzt kochen. Es ist hier schon 10 vor 7. Was heißt schon? Rosa ist zu Hause. Rosa braucht Essen. Der Hausmann hat noch nicht gekocht. Böser Hausmann. Wollen wir heute mal gucken, ob es jemanden gibt. Nur schnell gucken. Ich muss schnell kochen. Wenn ich niemanden sofort finde, dann gehen wir weiter. Ich weiß genau, wenn ich den Lord jetzt raide, dann singt er uns wieder eine halbe Stunde was vor. das Geld wäre es mir wert, das ist nicht das Problem, nur wo bekomme ich die GameCube her? eBay, alles eBay. Oder du weißt irgendwo in deiner Stadt einen Retroladen oder einen Flohmarkt. eBay, GameCube, PAL, aus Deutschland. Und dann musst du halt hoffen, dass einer eine relativ verranzte hat, damit sie schön günstig ist. Aber du kriegst alles auf eBay, ist nicht selten. GameCubes sind nicht selten. Sacken viele wurden produziert. Danke, Juina. Und hallo Lex. Kupilon. Ist der Deutsch? Ich meine, da steht Dratini. Weil Dratini ist Englisch. Er ist Englisch, Lex. Aber wir können trotzdem rüber. Olli sagt auch Kupilon. Okay. Habe ich schon gesaved. Geht das einfach so? Kann ich hier einfach drauf drücken? Oh, Kanal Raiden ist ja komplett neu geworden. Ist ja voll fett jetzt hier. Alright. Kupilon, Leute, schaut vorbei, sagt Hi. Ihr müsst ja nicht Hallo sagen. Ne, Leute, das ist Deutsch. Nein. Sagt einfach Hi, guckt ein bisschen. Der huntet gerade Dratini. In Phase 11. Verrückt. Oh mein Gott. Ist es Safari? Es muss Safari sein, oder? Weil es ist feuerrot, ja.
Leute, dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Montag spätestens wieder. Vielleicht Final Fantasy am Wochenende. Und tschüssi.